In diesen Zeiten sind die Abstandsregeln unbedingt einzuhalten. Da dies im Ratssaal nicht möglich ist, fand diese Ratssitzung in der Glashalle im Hannover Kongresszentrum statt. Hauptaugenmerk in dieser Sitzung lag, wie könnte es anders sein, bei der Ausbreitung des Coronavirus und die daraus resultierenden Folgen für die Stadt Hannover. In dieser geschnittenen Version werden Sie unter anderem die Rede von Oberbürgermeister Belit Onay zur aktuellen Lage, die Rede vom Stadtkämmerer Axel von der Ohr über die finanziellen Folgen und der aus seiner Sicht dringend notwendigen Anhebung der Liquiditätskredite von etwa 400 Millionen auf 800 Millionen Euro sehen. Außerdem sehen Sie die gekürzte Debatte über die Finanzen mit der Abstimmung über die Nachtragshaushaltssatzung sowie die Debatte und Abstimmung über den Kulturentwicklungsplan, der notwendig für die laufende Bewerbung zur Kulturhauptstadt ist. Ja, einige Kolleginnen und Kollegen sind per Video zugeschaltet. Das haben Sie sicherlich auch über den E-Mail-Kontakt erfahren. Sie dürfen nicht an der Sitzung teilnehmen. Die Mikrofone werden bei Ihnen dann auch stumm geschaltet, sodass Sie sich nicht mit Wortbeiträgen einmischen können. Und abstimmen dürfen Sie auch nicht. Es sind insgesamt 7 Kolleginnen und Kollegen, die fehlen. Also wir sind 58 heute, Frau Bürgermeisterin. Genau. Ne? Und sind damit auch beschlussfähig, was ich hiermit verkünden möchte. Die Einladung ist fristgerecht versandt worden. Ich möchte hinweisen auf die Regelung zur Medienöffentlichkeit von öffentlichen Sitzungen des Rates. Danach sind Bildaufnahmen in öffentlichen Sitzungen zulässig, wenn sie die Ordnung der Sitzung nicht gefährden. Auch gilt die grundsätzliche Erlaubnis, dass VertreterInnen der Medien, Film- und Tonaufnahmen von Mitgliedern des Rates mit dem Ziel der Berichterstattung anfertigen dürfen. Diese Anfertigung ist dem Ratsvorsitzenden vor Beginn der Sitzung anzuzeigen. Frau Franson wird heute ein wenig für HZ und NP, da hinten steht sie, auch fotografieren. Also das hat alles seine Richtigkeit. Das H1-Fernsehen aus Hannover hat wieder um Drehgenehmigung für die Aufzeichnung der Ratsversammlung gebeten. Jedem Ratsmitglied steht das Recht zu, ohne nähere Begründung zu verlangen, dass die Aufnahme des eigenen Redebeitrages oder die Veröffentlichung der Aufnahme insgesamt unterbleibt. Ich gehe davon aus, dass Sie wie bisher keine Einwände dagegen erheben werden und dass die Dreharbeiten durchgeführt werden können. Schauen wir eben rum, regt sich kein Widerstand, dann können wir so verfahren. Film- und Tonaufnahmen von anderen Personen als den Mitgliedern des Rates, insbesondere von EinwohnerInnen sowie von Beschäftigten der Landeshauptstadt Hannover, sind nur zulässig, wenn diese Personen eingewilligt haben. Ich möchte weiterhin darauf hinweisen, dass für heute nicht teilnehmende Ratsmitglieder, ich sagte es eben schon, die Möglichkeit haben, dieser Ratsversammlung beizuwohnen, allerdings nur sozusagen visuell und audiomäßig. Sie werden aber in kommunalrechtlicher Hinsicht keine Möglichkeiten haben, das Rederecht, Antragsrecht, Stimmrecht oder die Berücksichtigung bei der Feststellung von Mehrheiten zu haben. So, Sie werden jetzt gebeten, also Sie draußen an den Bildschirmen, wenn ich das mal so sagen darf, werden jetzt gebeten, die Kamera ausgeschaltet zu lassen. Die Mikrofone werden ja neutral stumm geschaltet. Sehr geehrter Ratsvorsitzender, sehr geehrte Mitglieder des Rates, wir durchleben derzeit wirklich außergewöhnliche Zeiten. Das macht dieser Antrag, diese Drucksache, glaube ich, sehr deutlich. Vieles an unserem Zusammenleben hat sich in den letzten Wochen verändert. Und obwohl gerade jetzt, das sehen wir auch hier an den Räumlichkeiten, Abstandsgebote, körperliche Distanz, Quarantäneregelungen unser Leben, unser Zusammenleben bestimmen, so ist es doch auf der anderen Seite doch so, dass Menschen diese Krise nicht alleine durchstehen. Ich glaube, das ist schon bemerkenswert, wie viel Solidarität Menschen gerade üben, wie viel Verantwortung sie füreinander übernehmen. Und ich glaube, das zeigt sich hier wieder, und das darf man auch ruhig so ausdrücklich erwähnen und unterstreichen. Hier zeigt sich erneut Hannovers Stärke, nämlich unser Zusammenhalt. Deswegen möchte ich beginnen mit einem Dank an erster Stelle natürlich an all die Hannoveranerinnen und Hannoveraner, die sich an die erforderlichen Vorgaben und Maßnahmen halten. Ganz besonders
auch an alle, die aktuell besonders gefordert sind, wie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Gesundheitswesen, der Versorgung und Logistik oder die vielen ehrenamtlichen Menschen in Hannover. An mein Kollegium, den Dank auch an die Dezernentinnen und Dezernenten, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung, die die Handlungsfähigkeit und den Service für die Menschen in dieser Stadt, wo immer möglich, aufrechterhalten. Und nicht zuletzt natürlich auch für das Verantwortungsbewusstsein und die Entscheidungsfähigkeit der Politik, nicht zuletzt der Ratspolitik. Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Ratsmitglieder, ich glaube, die Bundeskanzlerin hat es heute sehr gut ausgedrückt, wenn sie davon spricht, dass diese Zeiten eine Zumutung für die aktuelle Situation, eine Zumutung, eine demokratische Zumutung sind. Und die Maßnahmen bedeuten in der Tat erhebliche Eingriffe in die Freiheits- und auch Grundrechte. Sie müssen allein deshalb in einer freiheitlichen Demokratie immer wieder diskutiert, überprüft und auf ihre Verhältnismäßigkeit hin begründet werden, auch wenn sie auf der anderen Seite oder im Ergebnis eben nachvollziehbar sind und auch ihre Berechtigung haben, weil, und das darf man nicht vergessen, jeden Tag noch Menschen sterben. Und auch der Rat und die Ratsarbeit haben unter diesen Bedingungen gelitten und tun dies teilweise noch immer. Und auch unsere kommunalen Entscheidungen müssen deshalb immer wieder auch demokratisch legitimiert und auch nachvollziehbar sein und bleiben. Daher haben wir mit Nachdruck daran gearbeitet, die Gremiensitzung unter Einhaltung der Mindestabstände und der Hygienevorgaben ab Mai wieder möglich zu machen. Ich freue mich da persönlich sehr drauf. Des Weiteren arbeiten wir mit Hochdruck daran und tun alles dafür, dass die städtischen Dienstleistungen in den kommenden Tagen noch mehr ausgeweitet werden, noch mehr auch erweitert werden. Ich darf das hier vielleicht in diesem Raum auch noch mal verkünden. Erfreulich ist in diesem Zusammenhang auch, dass ab morgen die Herrenhäuser Gärten mit einem Hygienekonzept und einem entsprechenden Konzept auch wieder öffnen werden. Meine sehr geehrten Damen und Herren, der Alltag der Menschen in Hannover hat sich massiv verändert. Viele Menschen haben starke Belastungen in ihrem Leben zu meistern. Der aktuelle Mangel beispielsweise, der bereits angesprochen wurde, an Kinderbetreuung ist für viele Menschen, für viele Familien, besonders für Alleinerziehende, darunter insbesondere Frauen, eine extreme Belastung. Und lassen Sie mich hier auch noch einmal unterstreichen, ich kann das aus meiner zweiwöchigen Quarantänezeit bestätigen, Homeoffice und Kinderbetreuung sind nicht bloß ein Spannungsfeld, sondern sie sind regelrecht ein Widerspruch. Und daher werden wir die rechtlichen Möglichkeiten, 5 Kinder pro Gruppe zu betreuen, auch voll ausschöpfen, um möglichst vielen Familien eine Betreuung zu ermöglichen, natürlich unter der Einhaltung des Gesundheitsschutzes. Aber auch Kinder brauchen eben für ihre Entwicklung, Beschäftigung, Bewegung und auch den Kontakt zu gleichaltrigen. Kindeswohl lässt sich nicht aufschieben oder nachholen. Auch die Wirtschaft ist existenziell betroffen. Zahlreiche Unternehmen und ihre Beschäftigten fürchten um ihre Zukunft. Große Teile des Einzelhandels, des Gastgewerbes und die gesamte Veranstaltungsbranche, aber auch der Kunst- und Kulturbetrieb und der Sport sind massiv betroffen. Der Ausfall von Hannover Messe, Schützenfest und Maschseefest treffen unser hannöversches Herz. Und wir sind uns bewusst, dass in dieser Zeit staatliche, also auch kommunale Hilfe gefragt ist. Damit wir die Folgen der Corona-Krise abfedern können, müssen wir gerade jetzt alles dafür tun, um soziale Härten zu mindern, die Wirtschaft zu stützen und den gesellschaftlichen Zusammenhalt weiterhin zu stärken. Hannover ist eine soziale Stadt. Dafür haben wir bereits einiges gemeinsam auf den Weg gebracht und ergänzen damit die Programme und Initiativen von Bund und Land. Ich erinnere da nur an die Aussetzung der Krippenbeiträge, womit wir Familien spürbar entlastet haben und dies auch weiterhin tun werden. Wir helfen Hilfsbedürftigen, Wohnungs- und Obdachlosen, Suchtkranken, indem wir die Versorgung der Grundbedürfnisse fördern und die Jugendherberge beispielsweise als Unterkunft bereitstellen. Gemeinsam mit der Region haben wir kurzfristig zusätzliche Schutzplätze für gewaltbetroffene Frauen und Kinder geschaffen. Durch den pragmatischen Umgang mit Zuwendungen im Kultur-, Sozial-, Jugend- und Sportbereich sichern wir die funktionierenden gesellschaftlichen Strukturen unserer Stadt. Und wir haben schließlich kurzfristig ein Soforthilfeprogramm für Unternehmen, Soloselbstständige und Freiberuflerinnen über 10 Millionen Euro bereitgestellt, im Übrigen als erste Stadt in Deutschland in diesem Umfang.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, die gegenwärtige Pandemie stellt eine bislang einmalige Situation dar, die erhebliche Auswirkungen auf die städtische Finanzlage haben wird. Um als Verwaltung kurzfristig auch handeln zu können, haben Sie in der vergangenen Sitzung in einem breiten Konsens die Wertgrenze für die Rechtsgeschäfte der Verwaltung temporär erhöht. Vielen Dank da an dieser Stelle auch nochmal für das Vertrauen. Gerade in dieser außergewöhnlichen Situation müssen wir unseren Zahlungsverpflichtungen nachkommen und auch finanziell handlungsfähig bleiben. Aus diesem Grund legen wir Ihnen einen Nachtragshaushalt, eine Nachtragssatzung vor, die im Kern eine Änderung beim Höchstbetrag der Liquiditätskredite, eine Verdopplung der Kreditermächtigung der Landeshauptstadt Hannover von 402 auf 800 Millionen Euro beinhaltet. Der Kämmerer wird dazu gleich noch etwas weiter ausführen. Aber kommunale Ressourcen, meine sehr geehrten Damen und Herren, sind und bleiben endlich. Wir werden die finanziellen Lasten der Corona-Pandemie nicht dauerhaft alleine tragen müssen. Hier müssen Bund und Länder Verantwortung übernehmen und einen Schutzschirm für Kommunen einrichten. Deshalb begrüße ich ausdrücklich die Resolution, die gemeinsame Initiative, die wir heute gemeinsam in diesem Sinne hoffentlich gleich verabschieden werden. Liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, richtigerweise wird immer wieder betont, dass uns diese Krise verändern wird. Doch eines ist ebenso gewiss, diese Krise zeigt, wie wichtig eine vorsorgende und eine starke Stadt ist. Deshalb werden wir die politischen Ziele, unsere politischen Ziele, auch in dieser Zeit nicht aus den Augen verlieren. Es wird eine Zeit nach der Krise geben. Unsere Stadt wird weiterhin lebenswert, zukunftsfähig und hoffentlich noch widerstandsfähiger und krisenresistenter sein. Hannover bleibt handlungsfähig und wir wollen weiterhin Vorreiterin in vielen Themen sein. Wir denken über die Krise hinaus. Das zeigt sich zum Beispiel darin, dass wir das Kapital der Wohnungsbaugesellschaft Hannover in Höhe von 10 Millionen Euro stärken wollen, dass wir die Neuaufstellung der Verwaltung beschlossen haben und die Dezernentinnenstellen ausgeschrieben sind, dass die Themen Wohnen, Mobilität, Klimawandel, Migration und Aufnahme von Schutzsuchenden auch unsere Zukunft ebenso prägen wird, wie zum Beispiel das Thema Digitalisierung. Und dass natürlich auch unser Ziel weiterhin bleibt, Europas Zukunft, Europas Kulturhauptstadt 2025 zu werden. Liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Mitglieder des Rates, die Corona-Pandemie zeigt uns auf sehr schmerzliche Weise, wie verwundbar unsere hochentwickelte Gesellschaft doch in Wirklichkeit ist. Gleichzeitig, und das kann man hier in diesem Rat, glaube ich, sehr gut sagen, gleichzeitig stellen wir aber als Gesellschaft und auch als Politik erneut unter Beweis, wie handlungsfähig und auch wie solidarisch wir sind. Wir werden diese Krise meistern, gemeinsam, denn zusammen sind wir Hannover. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich meine, wir hätten uns alle sehr gewünscht, dass diese Nachtragssatzung nicht erforderlich geworden wäre, weil wir ja über weit mehr reden als allein über die Höhe jetziger oder künftiger Liquiditätskredite. Wir reden, der Oberbürgermeister hat das eben skizziert, über weitreichende Einschränkungen in unserem Alltag, über eine neuartige Gefahr für die individuelle, für die öffentliche Gesundheit. Und wir reden nicht zuletzt über ein Virus, der unser Wirtschaftsleben bis ins Mark getroffen hat und weiter trifft. Und das ist der eigentliche, der tiefere Grund für die Vorlage dieses Nachtrags und nicht allein die technische Anpassung des Paragraphen 4 dieser Satzung. Meine Damen und Herren, Covid-19 hält sich nicht an Grenzen, hält sich auch nicht an Zuständigkeiten und trifft die kommunale Ebene und mit ihr die kommunalen Haushalte insofern nicht weniger, womöglich gar stärker als die des Bundes und des Landes. Wir befinden uns heute in einer Situation, wo praktisch alle vorliegenden Gutachten mit einer schweren Rezession für Deutschland rechnen. Bereits in den ersten drei Monaten des Jahres ist das Bruttoinlandsprodukt geschrumpft. Für das zweite Quartal geht die Gemeinschaftsprognose der führenden Institute von einem Rückgang von nahezu 10% aus. Und selbst unter den günstigsten Annahmen wird das Gesamtjahr beinahe unisono ein Rückgang der Wirtschaftsleistung vorausgesagt, der mindestens mit dem der Finanzkrise vergleichbar ist. Bei einem länger dauernden Lockdown, aber auch schnell die Dimensionen der Weltwirtschaftskrise der frühen 30er Jahre des vergangenen Jahrhunderts sprengen könnte. Wir können heute Genaueres nicht sagen. Möglicherweise bekommen wir eine Annäherung mit der Steuerschätzung im Mai. Wahrscheinlich wird es aber bis August, September dauern, bis wir wirklich Präzises
verlautbaren lassen können. Klar ist aber bereits heute, die Folgen, die finanziellen Folgen von Corona werden gewaltig sein. Und die Vorboten dessen können wir bereits jetzt an vielen Stellen auch für die Stadt wahrnehmen. Bei Verwaltungsgebühren, bei Mieten, bei Pachten, bei Eintrittsgeldern und natürlich zuallererst und vor allem bei unseren Steuereinnahmen. Bei der Gewerbesteuer zum Beispiel weist das aktuelle Anordnungssoll von vorgestern einen Stand aus, der liegt 165 Millionen Euro hinter dem Stand zum gleichen Zeitpunkt des Vorjahres und sogar 236 Millionen Euro im Minus gegenüber April 2018. Weitere Ausfälle bei der Einkommensteuer, bei der Umsatzsteuer werden hinzukommen. Wohlgemerkt, das sind Momentaufnahmen und keine exakten Prognosen. Sie geben uns aber einen Eindruck von den finanziellen Risiken, die vor uns liegen, und sie verpflichten uns nachgerade, diesen Risiken jetzt zu begegnen. Meine Damen und Herren, um die Auswirkungen der Krise abzumildern, haben wir in den letzten Wochen eine Reihe wichtiger Maßnahmen, der Oberbürgermeister hat einige davon genannt, auf den Weg gebracht. Dabei haben wir die Stadt in ihrer Vielfalt in den Blick gerückt. Vereine und Initiativen, genauso wie Eltern und deren Kinder, Selbstständige, Gewerbetreibende und ihre Beschäftigten und nicht zuletzt eben auch diejenigen, die jetzt in besonderer Weise schutzbedürftig sind. Die Umsetzung all dieser Schritte belegt, Rat und Verwaltung sind bereit zu handeln und dort zu unterstützen, wo es erforderlich ist. Und das ist dann auch die Überschrift, sozusagen unsichtbar, aber in Fettdruck über dieser Nachtragssatzung. Es geht jetzt schlichtweg darum, Handlungsfähigkeit in der Krise sicherzustellen. Es geht darum, jetzt die Vorkehrungen und Voraussetzungen dafür zu schaffen, um von absehbaren Ertragseinbrüchen nicht kalt erwischt zu werden. Es geht darum, die Erledigung unserer regulären Aufgaben auf finanziell sichere Füße zu stellen. Und es geht darum, weiter handlungsfähig zu bleiben, wenn weitere gezielte Reaktionen auf die Corona-Krise notwendig werden. Das ist kurz gesagt die Rechtfertigung dafür, Ihnen heute eine Haushaltssatzung vorzulegen, mit der der Höchstbetrag für die Aufnahme von Kassenkrediten auf 800 Millionen Euro angehoben werden soll. Ich will dabei auch angesichts der öffentlichen Diskussion, auch der direkten Gespräche, die wir miteinander geführt haben, gar nicht suggerieren, dass das alternativlos gewesen wäre. Praktisch nichts im Leben ist ohne Alternative und ganz gewiss nicht diese Haushaltssatzung. Wir hätten natürlich auch anstatt des gewählten Vorgehens Teilhaushalt für Teilhaushalt, Produkt für Produkt durcharbeiten können und Ihnen neben der veränderten Satzung auch einen veränderten Haushaltsplan vorlegen können. Das wäre massiv aufwendig gewesen, das bindet Zeit- und Personalressourcen. Was aber viel wichtiger ist, es wäre damit in der gegebenen Situation nichts gewonnen gewesen. Die Notwendigkeit, unsere Liquidität über eine Aufstockung des Kreditrahmens zu sichern, wäre exakt die gleiche geblieben. Wir hätten Ihnen eine Scheingenauigkeit vorgespiegelt und dabei gleichzeitig, das wäre die Konsequenz eines veränderten Haushaltsplans, einen gigantischen Fehlbetrag ausweisen müssen. Ein Fehlbetrag, der uns wiederum direkt zwingen würde, ein weiteres Haushaltssicherungskonzept vorzulegen. Ich denke, wir sind uns alle einig darüber, dass so ein Haushaltssicherungskonzept kaum über Ertragssteigerungen zu finanzieren wäre. Mit anderen Worten, es würde sich von selbst verbieten, in dieser Situation über Steuererhöhungen ein HSK zu finanzieren. Mithin, es bliebe nur der Weg über massivste Aufwandskürzungen. Ich meine, um es im Klartext zu sagen, ein solches HSK wäre ein Kahlschlag. Es würde ein geordnetes Gemeinwohl in dieser Stadt aufs Spiel setzen. Es wäre das Gegenteil von dem, was wir in dieser Situation brauchen. Und das ist der Grund, weshalb wir es Ihnen heute nicht vorlegen. Meine Damen und Herren, zum vollständigen Bild gehört aber auch, der Verzicht auf ein HSK heute bedeutet nicht, dass die Auswirkungen der Corona-Pandemie den städtischen Haushalt nicht strapazieren würden. Das Gegenteil ist der Fall. Die finanziellen Folgen werden uns weit länger beschäftigen und belasten als die unmittelbare Bekämpfung des Virus. Sie werden unseren Haushalt auf Jahre hinaus belasten. Und dieser Belastung zu begegnen, wird auch Einschnitte erforderlich machen, wird für Rat und Verwaltung gleichermaßen bedeuten, sich von Vertrautem, auch von Liebgewonnenem verabschieden zu müssen. Und das nicht erst in ferner Zukunft, sondern schon die nächsten Haushaltsberatungen werden wir mit maximaler Disziplin zu führen haben. Es wird der Bereitschaft bedürfen, vermeintliche Tabus in Frage zu stellen und auch unbequeme Konsolidierungsschritte zu gehen. Und vor allem wird es dabei Konsequenz und einen sehr, sehr langen Atem brauchen. Dabei ist aber auch klar, und auch das hat der Oberbürgermeister angesprochen, die kommunale Ebene wird die finanziellen Folgen dieser Krise nicht alleine schultern können. Ich bin deshalb sehr einverstanden mit der vorliegenden Resolution des Rates, sehr einverstanden damit,
ohne die eigene, auch finanzielle Verantwortung für diese Situation zu negieren, doch auch den Blick auf die Grenzen des finanziell Leistbaren zu richten und dabei insbesondere auch die kommunale Investitions- und Zukunftsfähigkeit mit Priorität zu versehen. Es bedarf hier der gemeinsamen Anstrengung aller staatlichen Ebenen, um zu vermeiden, dass aus der Corona-Krise von heute die Infrastrukturkrise von morgen wird. Und in diesem Sinne möchte ich Ihnen danken, sozusagen im Vorgriff auf den dann nachfolgenden Tagesordnungspunkt für diesen Impuls in Richtung von Bund und Land und will das verbinden mit einem Dank für das entschlossene Handeln in den vergangenen Wochen. Ich will auch sagen, gerade weil Sie mit der Änderung der Hauptsatzung eigene Aufgaben befristet auf die Verwaltung übertragen haben, aus dieser Änderung der Haushaltssatzung folgt nun keineswegs, dass Ihre Budgetrechte an dieser Stelle verkürzt werden. Aus der Ermächtigung zur Aufnahme der Liquiditätskredite in der neu festgesetzten Höhe folgt kein Automatismus zur Verfügung über diese Mittel. Hier bleiben die bestehenden Rechte des Rates jenseits der Geschäfte der laufenden Verwaltung vollkommen unangetastet. Es wird deshalb in den kommenden Monaten nur im gemeinsamen Vorgehen von Rat und Verwaltung möglich sein, die notwendigen Antworten auf die Krise zu geben. Mit der vorliegenden Nachtragssatzung schaffen wir den dafür erforderlichen robusten Rahmen. Und ich meine, das ist eine gute Grundlage für die Arbeit der nächsten Zeit. Haben Sie vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank, Herr Dr. von der O1. Der grün leuchtende Mikrofone wird jetzt gleich auf rot springen. Ah. Herr Dr. Menge, bitte. Vielen Dank, Herr Ratsvorsitzender, Herr Oberbürgermeister, Herr Stadtkämmerer Dr. von der Ohe, für die Darstellung und auch für die Einbringung und Erläuterung, die Sie beiden noch mal vorgenommen haben, die wir als SPD-Fraktion nur unterstreichen können. Auch für uns ist die Verabschiedung eines Nachtragshaushaltes, wie er jetzt vorgelegt ist, der richtige Weg, um dieser noch nie dagewesenen Krise zu begegnen. Wir sind auch der Meinung, dass es wenig bringt, hier nach hinten zu schauen und zu fragen, naja, wie waren denn die Zahlen 2008? Im Allgemeinen ist das nicht einfach 1:1 übertragbar, das wird nicht klappen. Sie haben, Herr Oberbürgermeister und Herr Stadtkämmerer, genau dargelegt, wir wissen noch gar nicht, was auf die Stadt zukommen wird und welche einzelnen Bereiche noch ganz verstärkt betroffen sein werden. Deswegen ist es auch unserer Meinung nach nicht sinnvoll zu sagen, man macht das, was Herr Dr. von der Ohe eben eine Scheinsicherheit gesagt hat. Also man lässt einen überarbeiteten Haushaltsentwurf ins Verfahren bringen, der dann doch wieder Makulatur wäre. Genau das wäre der falsche Weg. Diese Scheinsicherheit bringt nichts. Deswegen ist für uns richtig zu sagen, man verdoppelt das Kreditvolumen der Landeshauptstadt Hannover auf dann 800 Millionen Euro, um wirklich einen Spielraum zu schaffen, der, so hoffen wir, auch dann ausreichend sein wird. Wir sind auch der Meinung, dass es natürlich so sein muss und auch nicht anders sein kann, als dass alle anderen Ebenen sich selbstverständlich auch beteiligen, damit diese 800 Millionen nicht ausgeschöpft werden. Ich denke, da eint uns alle der gleiche Wunsch. Wir werden dem Antrag der CDU-Fraktion zustimmen. Das bedeutet nicht, dass wir darin ein Misstrauen gegenüber dem Stadtkämmerer sehen. Ganz im Gegenteil. Wir fanden, dass Sie, Herr Dr. von der Ohe, die Fraktionen in diesem ganzen Verfahren sehr gut begleitet und mitgenommen haben. Es war sehr transparent und das ist wirklich nur des Dankes wert. Deswegen sehen wir auch da kein Misstrauen darin, dass diese ständige Berichtspflicht weiter erfolgen soll. Aber es ist ein Zeichen, dass die Politik natürlich auch sehen möchte, wie ist denn sind die einzelnen Wirkungen, wie ist die Inanspruchnahme, das ist nur nachvollziehbar und zu unterstützen. Uns geht es darum, zu sagen, die Grundstrukturen müssen erhalten bleiben, deswegen wäre es der völlig falsche Weg gewesen, so zu verfahren, wie die AfD das suggeriert, jetzt zu sagen, wir schalten auf Null, wir versuchen gegen die Krise gegenzusparen, das wird nicht klappen, wir wollen die Strukturen erhalten und deswegen kann es nur so sein, den Spielraum so auszubauen und zu gestalten, dass die Stadt weiter handlungsfähig ist. Und deswegen werden wir dem vorliegenden Nachtragshaushalt gerne zustimmen. Vielen Dank. So, wer ist Herr Hauptstein? Ich spare mir mal den Kommentar zu theologischen Ausführungen. Ich finde es aber doch erstaunlich, wie kritiklos und mit wie viel Beifall hier diese verantwortungsvollen Handlungen der Verwaltung einfach durchgewunken werden.
Sie diskutieren darüber, wie können wir unsere nächsten Sitzungen abhalten, sollen die im HCC stattfinden, sollen die im Rathaus, unter welchen Schutzbedingungen und Sicherheitsvorkehrungen. Ich sage Ihnen mal was, wenn diese 800 Millionen Euro Liquiditätskredit wirklich ausgereizt werden sollten, dann brauchen wir gar nicht mehr darüber diskutieren, ob wir uns treffen. Dann sitzen Sie nämlich nur noch da und können nichts mehr entscheiden, weil Sie nämlich gar keine Mittel mehr zur Verfügung haben, um überhaupt nur irgendeine Entscheidung hier zu treffen. Und das ist schon wirklich interessant. Der Kämmerer hat es gerade selber ja zugegeben, auch sehr interessant, dass es durchaus möglich gewesen wäre, hier auch einen vernünftigen Nachtragshaushalt mit Ausgabenkürzungen vorzulegen. Es wäre eben nur massiv, hier Zitat, massiv aufwendig gewesen. Ich denke aber eigentlich, wenn man gerade in dieser verantwortungsvollen Position als Staatsdiener ist, und das sind Sie ja nun mit Ihrem gesamten Beamtenapparat, dann sollte jetzt dieser massive Aufwand auch wert sein, zum Wohle der Bürger Hannovers diesen vorzunehmen. Es ist einfach schlicht und ergreifend nicht nachvollziehbar auch, inwiefern man hier behaupten kann, sich hinstellen, wir müssen alle Ausgaben so aufrechterhalten, weil ein Nachtragshaushalt mit massiven Einsparungen zur Folge hätte einen kompletten Kahlschlag der Infrastruktur. Das ganze Gemeinwohl würde gefährdet. Wir haben Ihnen in den letzten 4 Jahren regelmäßig im Rahmen der Haushaltsplanberatung aufgezeigt, wie viele Ausgaben diese Stadt hier tätigt, die so in dieser Form überhaupt nicht notwendig sind. Und wenn Sie dann in einer Situation sind wie der jetzigen, wo offensichtlich massiver Einnahmenausfall stattfinden wird, dann müssen Sie eben auch mal schauen, an welcher Stelle Sie die Ausgaben massiv kürzen können. Und ich kann Ihnen sagen, dieses Gemeinwohl ist nicht gefährdet, wenn Sie hingehen und in den Bereichen, wo Programme gemacht werden für Sexismus, für Gender, Integration, Diversität, wenn Sie da einfach mal hingehen und den Rotstift ansetzen, wenn Sie aufhören, Ihre nutzlosen Klimaprojekte zu fördern, wenn Sie sich von utopischen Projekten wie der Kulturhauptstadtbewerbung verabschieden in Notsituationen wie dieser, dann wird diese Gesellschaft nicht zusammenbrechen. Nein, ganz im Gegenteil. Sie werden einfach nur die Grundlage schaffen für zukünftige Generationen in dieser Stadt, auch noch mit finanziellem Spielraum ausgestattet zu sein. Und deswegen wäre es natürlich vernünftig gewesen, jetzt hier sofort eine Haushaltssperre zu beschließen. Und wer sich unseren Antrag durchgelesen hat und ihn natürlich auch dann verstehen muss, der hätte da gelesen, dass wir natürlich auch fordern, die Ausgaben im Zuge der Corona-Pandemie aufrechtzuerhalten, aber eben in vielen anderen Bereichen, die ich gerade genannt habe, diese Ausgaben jetzt massiv zu kürzen und zu vermeiden und alles, was dort nicht nied- und nagelfest ist, auf den Prüfstand zu stellen. Und ich kann nicht verstehen, wie Sie sich alle hier hinsetzen können und sagen, oh, das wird schon passen, es reicht uns aus, wenn uns die Verwaltung alle 2 Wochen mal berichtet. Nein, es ist eben nicht so. Es müssen jetzt die Anstrengungen unternommen werden, diese massiven Kürzungen vorzunehmen. Und ja, natürlich wird das wehtun, aber wenn wir es nicht machen, dann wird es noch mehr wehtun in der Zukunft. Das kann ich Ihnen sagen, weil dann hier nämlich zappenduster ist, was die kommunalen Finanzen angeht. Und nein, es ist auch nicht so, wenn man probiert, hier zu suggerieren, diese Notsituation der Finanzen in der Kommune sei vom Himmel gefallen und jetzt urplötzlich da. Natürlich gebe ich Ihnen recht, die Corona-Krise als solches war nicht vorhersehbar und ist ein einzigartiges Ereignis. Aber um die Finanzen der Landeshauptstadt war es ja nun auch vorher schon nicht gut bestellt, wenn wir mal ehrlich sind. Trotz Hochkonjunktur, trotz Rekordniedrigzinsen, trotz Rekordsteuereinnahmen haben Sie es in keinem der letzten Jahre geschafft, auch nur im Ansatz einen ausgeglichenen Haushalt aufzustellen. Und dann kommt nun die Corona-Krise und das ist ein weiterer Tropfen in ein riesiges Fass voller Schulden und zack, dann ist es übergelaufen. Aber tun Sie jetzt nicht so, als sei das jetzt plötzlich hier nur und völlig unvorhersehbar, dass diese Kommune nicht gut finanziell aufgestellt ist. Nein, so ist es nicht. Es sind jahrzehntelange Misswirtschaft, vor allen Dingen von Rot-Grün in dieser Stadt, die auch hierzu zu dieser Notsituation geführt haben. Und das gehört auch dazu. Und da sollten wir uns, das machen wir dann ja im nächsten Tagesordnungspunkt, vor allem erstmal an die eigene Nase fassen und sagen, wir müssen Selbstverantwortung als Kommune übernehmen. Wir müssen jetzt aktiv handeln und Ausgaben kürzen. Und wir können jetzt nicht gleich direkt ohne überhaupt nur eine Kürzung in Erwägung gezogen haben, zu Bund und Land rennen und sagen, ja, wir kommen nicht mehr zurecht, gebt uns bitte Geld, denn die haben auch ihre eigenen Probleme in der aktuellen Situation. Das kann ich Ihnen versichern.
In diesem Sinne, schade, dass Sie unseren Dringlichkeitsantrag hier nicht auf die Tagesordnung gelassen haben. Zeugt auch von einer gewissen Schwäche, dass Sie nicht mit uns darüber diskutieren wollen. Aber es ist natürlich auch verständlich, es ist bequemer, sich hier hinzusetzen, nicht groß darüber zu diskutieren und einfach alles abzulehnen. Kann ich verstehen, wenn man da in der schlechteren Position ist, dass man sich so verhält. Nichtsdestotrotz schade für die Bürger dieser Stadt. Wir werden selbstverständlich der regelmäßigen Berichterstattung zustimmen, aber einer Erhöhung der Liquiditätskredite in diesem Ausmaß, wie das hier gefordert ist, ohne eben überhaupt ein Konzept nur vorzulegen, wie man massive Ausgabeneinsparungen hier in Zukunft vornehmen will, dem können wir so nicht zustimmen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. So, schauen wir mal. Herr Förster. Ja, Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren, ein Wort zu meinem Vorredner. Besser als einsparen ist immer noch verstärkte Einnahmen. Im Übrigen, wenn Sie mal nach in die USA gucken, da ist ja Schulden aufnehmen überhaupt kein Problem. Deshalb ist das, was Sie jetzt hier noch völlig von gestern. Gucken Sie mal, was die USA gemacht haben, was da an Deficit Spending gemacht wurde, was Trump und der Senat und der Kongress da rausgehauen haben. Und übrigens auch die Bundesregierung. Und das auch, macht auch Sinn. Deshalb werden wir auch hier zustimmen. Denn es ist ja klar, dass die Corona-Krise die Finanzen und die Wirtschaft richtig reingehauen hat. Aber die Wirtschaftsfachleute und viele sagen und hoffen, dass es nur eine Delle ist und es danach wieder richtig aufwärts geht. Und dieses Land und auch diese Stadt sind ja nun keineswegs arm. Ne? Also Hannover geht es ja im nationalen und im internationalen Vergleich schon sehr gut. Aber das ist das Entscheidende, jetzt das entscheidende Argument. Die Niedrigzinsen sind ja immer noch da und die EZB wird einen Teufel daran tun, jetzt das zu ändern. Und insofern ist Geld zurzeit billig und das macht auch Sinn. Ne? Wir können das Geld dann nämlich jetzt arbeiten lassen hier. Die Stadt kann das Geld arbeiten lassen und damit zum Beispiel die Wirtschaft fördern oder damit das bezahlen, was jetzt schon an Wirtschaftsförderung rausgehauen wurde im Rahmen der Corona-Krise. Insofern kann das nur dazu beitragen, die Delle rasch zu überwinden, damit die Wirtschaft und auch Hannover wieder bald alles richtig und gut läuft. Danke. Herr Gast. Herr Vorsitzender, Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren. Vielleicht, ich möchte mich am Anfang anschließen an die Danksagung an den Oberbürgermeister für die guten Worte und zur Beschreibung der vielen Maßnahmen, die ergriffen wurden. Und auch an Sie, Herr von der Ober, vielen Dank für die Darstellung der Haushaltslage. Das war sehr eindrücklich. Nun zu meiner Rede. Die Ausweitung des Kreditrahmens ist richtig. Neben der kurzfristigen Zahlungsfähigkeit müssen wir auch die finanzielle Handlungsfähigkeit unserer Stadt insgesamt im Blick behalten, auch wenn jetzt die Einnahmen aus Steuern, Gebühren und so weiter in großem Umfang wegbrechen. Aber die solide Haushaltspolitik in den letzten Jahren, anders als das Herr Hauptstein gerade angedeutet hat, ermöglicht es uns jetzt, dass wir auch in dieser Krise, wie es notwendig ist, Schulden machen können, und um die Wirtschaft zu stabilisieren und um die soziale Infrastruktur in dieser Stadt am Leben zu halten. Also alles, was für das soziale Gefüge und die Teilhabe in unserer Stadt benötigt wird, sei es die Kinder- und Jugendhilfe, die Kitas, die Schulen, Soziales, Migration, Kultur, Sport, Freizeit und vieles weiteres, all das, wo die AfD scheinbar schon wieder gerne ihren Rotstift ansetzen würde. Aber nein, das machen wir nicht so mit. Stattdessen haben wir ein 10 Millionen Euro Sofortprogramm zur Unterstützung von selbstständigen und kleinen und mittleren Unternehmen aufgelegt, um die Wirtschaft in dieser schweren Situation zu stützen. Und auch hat die Stadt Hannover die vielen Möglichkeiten des Zuwendungsrechts weitgehend ausgenutzt, um die vielen freien Träger in dieser Stadt in dieser Krise zu stützen und die willigten Mittel da, wo immer es rechtlich möglich ist, auch in dieser Krise zur Verfügung zu stellen. Für dies beides von unserer Fraktion ausdrückliches Dank für die gute und viele Arbeit, die die Verwaltung geleistet hat, um sozusagen sowohl die Wirtschaft als auch die soziale Infrastruktur zu stützen. Wenn wir jetzt darüber hinaus für jede Interessengruppe, aber auch noch üppiges städtisches Geld auskehren wollen und gleichzeitig eine Resolution an Bund und Land für die finanzielle Unterstützung beschließen, dann würden wir uns ein bisschen unglaubwürdig machen. Die Zeit der Gießkannenförderung ist vorbei. Die Soforthilfeprogramme waren gut und richtig und es werden auch sicherlich jetzt auch noch weitere zielgerichtete Hilfen notwendig sein, aber nur dort, wo es nicht anders geht und auch nur dort, wo keine Hilfen von Bund, Land und Jobcenter greifen. Bei der momentanen Haushaltssituation und den trüben Aussichten ist die Kommune dann für Härtefälle zuständig. Wir müssen
auch so ehrlich sein, dass wir die Schulden, die wir in der Krise machen, irgendwann nach der Krise wieder abbauen müssen und dafür benötigen wir mehr Einnahmen. Das wird eine Frage sein, die wir nach der Konjunkturbelebung beraten werden, aber auch diese Frage ist eine Frage, mit der wir uns beschäftigen werden müssen. Wenn es soweit ist, dass die Wirtschaft wieder hochgefahren werden kann, werden wir auch dringend Konjunkturprogramme benötigen. Aber, wie schon gesagt, ist hier die Haushaltssituation in der Kommune so angespannt, dass in erster Linie Bund, Land und dann auch die Europäische Union gefragt sein werden. Es ist genau richtig, wie es jetzt in Brüssel diskutiert wird, den Green Deal in das Zentrum des Wiederaufbauplans für Europa und nach der Krise zu setzen. Genau darauf sollten Konjunkturprogramme auf allen Ebenen ausgerichtet sein, auf die nachhaltige Entwicklung. Das heißt, die Konjunkturprogramme müssen so ausgerichtet werden, dass sie gleichzeitig auch die zweite große Krise dieser Zeit angehen, und zwar die Klimakrise. Für Hannover bedeutet das, dass wir weiterhin Ehrgeiz zeigen sollten bei den notwendigen Investitionen in den Bereich der Schul-Kita-Bau, Investitionen in die Verkehrswende, den Klimaschutz und die Digitalisierung. Und wir sollten zweitens auch die soziale Infrastruktur weiter sichern, die unsere Stadt so lebenswert macht. Vielen Dank. So, schauen wir mal, wo es weitergeht bei Herrn Wolf. Ja. Sehr geehrter Vorsitzender, Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, auch wir werden beiden Punkten zustimmen, den Zusatzantrag der CDU-Fraktion sowie der Nachtragshaushaltssatzung 2020. Und die Grundlage, ich mache es ganz kurz, ist, dass wir der Stadt, also uns allen, den finanziellen Spielraum geben wollen, um all die Ausgaben zu tätigen, die jetzt in der nächsten Zeit notwendig sein werden. Und das wird eine ganze Menge sein, Corona-bedingt mehr, als wir uns vielleicht im Moment vorstellen können. Trotzdem hoffen wir, dass die 800 Millionen nicht vollständig ausgeschöpft werden. Aber soweit das notwendig ist, ist uns das Wichtige, dass die Kommune für das Gemeinwohl diese Beträge zur Verfügung steht, als dass sie woanders herkommen oder da an der falschen Stelle gespart wird. Wir finden uns auch ganz gut wieder. Wir hatten einen kleinen Zusatzantrag, einen Änderungsvorschlag beim CDU-Antrag. Da finden wir uns auch dann wieder dementsprechend. Und ja, das wäre es eigentlich schon. Dann stimmen wir hiermit zu. Danke. Ja, sehr geehrter Vorsitzender, meine Damen und Herren, sehr geehrte von der Uhr, ich habe noch mal eine Frage auch an Sie bezüglich der Summe, die Sie hier auch ausschütten. Die 10 Millionen, die vorher ja schon als Soforthilfe schon quasi in wenigen Tagen verdampft sind. So, was sagen Sie den Selbstständigen und Gastronomiebetrieben? Wir haben 22.000 Selbstständige roundabout in Hannover. Was sagen Sie den Montag, die nichts von dieser Soforthilfe bekommen haben? Wie gestaltet sich deren Lebensweg nun ab Montag? Die haben kein Geld, die müssen die Miete bezahlen, die Ladenmiete muss bezahlt werden und dergleichen. Das sind riesige Summen. Macht es ein bisschen Angst, dass hier sehr viele Beamte sitzen, die sich darüber keine Sorgen machen müssen. Vielleicht gucken wir mal aus einer selbstständigen Perspektive, wie sich das da anfühlt. Vielen Dank. Ich habe keine weitere Wortmeldung mehr. Frau Kassing ist weggeschaltet worden. Die hatte sich nämlich auch gemeldet. Genau. So. Einfach drücken. So. Jetzt freischalten. Gut. Ja. Herr Ratsvorsitzender, Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Mir scheint das, also ich verstehe erstmal sehr gut, dass ein großes Bedürfnis ist, über diese wichtigen Themen zu reden. Das ist auch in Ordnung und sehr richtig so. Und trotzdem habe ich den Eindruck, dass in weiten Teilen immer nur Ausschnitte wahrgenommen werden. An Herrn Braune, natürlich ist das eine große Notlage für viele, aber Sie werden sicher auch verstanden haben, dass nicht nur die Kommune hier Programme aufgelegt hat, sondern vorher auch der Bund. Ja, und auch diese Programme können von den Unternehmen, auch von kleinen Unternehmen, wahrgenommen worden. Gestern ist berichtet worden, das fand ich persönlich sehr aufschlussreich und interessant, dass das, was der Bund auf den Weg gebracht hat, noch nicht ganz ausgeschöpft ist. Ich glaube, zu etwa 30% genutzt wird. Und das bezog sich in etwa in den großen Ordnungen auch auf die Kredite der KfW. Und das heißt, Unternehmen sollten tatsächlich diese Möglichkeiten auch natürlich wahrnehmen. Und Beratung dazu gibt es auch. Das ist das eine. Ich möchte mich einmal an die AfD wenden, an Herrn Hauptstein. Herr Hauptstein, Ihre Ausführungen hier, bei allem Respekt davor, über Finanzen diskutieren zu wollen, empfinde ich persönlich als zynisch.
Ich erhebe den Vorwurf, die Kritik, dass Sie die Corona-Krise hier nutzen wollen, um einen Kahlschlag zu machen, den Sie, wie Sie selber darstellen, schon in anderen Haushaltsdiskussionen zusammenhängen, auch mit Anträgen auf den Weg gebracht haben wollten. Das ist hier völlig unangebracht. Diejenigen, die zum Beispiel im Kultursport und in vielen anderen Bereichen tätig sind, die würden sich bei Ihnen mit Sicherheit nicht bedanken, wenn so etwas reüssieren könnte. Ich bin froh, dass wir in diesem Rat hier zum Glück andere Mehrheiten haben. Bei dem, was Herr von der Uhr ausgeführt hat, habe ich auch den Eindruck, dass nur das gehört wird, was man hören möchte. Er hat ausgeführt, habe ich verstanden, dass man natürlich einen Nachtragshaushalt hätte aufstellen können. Er hat aber auch ausgeführt, dass dies ein Zeitproblem wäre und dass dann, ich übersetze es mit meinen Worten, wenn man es zügig macht, was jetzt wohl erforderlich wäre, es dann eben auch ein Nachtragshaushalt wäre, der eben nicht die ausreichend tiefe Analyse hätte, um wirklich solide, vernünftige Vorschläge im Einzelnen machen zu können. Und das, finde ich, ist sehr sachlich ausgeführt worden und auch sehr verständlich ausgeführt worden. Deshalb haben Ihre Einschätzungen diese Ausführungen offensichtlich nicht zur Grundlage. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. So, der Stadtkämmerer möchte noch mal was sagen. Vielen Dank, Herr Ratsvorsitzender, meine Damen und Herren. Herr Braun, ich möchte Ihnen gerne antworten und bitte schon präventiv um Verzeihung, wenn ich die gebotene Sachlichkeit vermissen lassen sollte. Ich will versuchen, das zu vermeiden, aber ich ärgere mich ein bisschen drüber, auch über die Terminologie. Sie haben das in dem Dringlichkeitsantrag gesagt, eben noch einmal, dieses 10-Millionen-Euro-Programm sei verdampft. Sie bagatellisieren das damit und Sie bagatellisieren auch die Situation derjenigen, die Zugriff auf dieses Programm nehmen. Mir jedenfalls hat keiner von den bis gestern 1850 Gewerbetreibenden oder Selbstständigen, denen geholfen worden ist mit diesem Programm, gesagt, diese Maßnahme wäre verdampft. Sie wird wahrgenommen als eine effektive Unterstützung in einer extrem schwierigen Situation für Gewerbe und Selbstständige in Hannover. Und wenn Sie mich fragen, was sagen Sie denn denen, die keinen Zugriff haben nehmen können? Dann sage ich Ihnen, das war von Anfang an genau so gedacht und genau so kommuniziert. Wir haben gesagt, wir haben hier eine Brücken- und vielleicht eine Ergänzungsfunktion. An der Stelle, wo Bund und Land noch nicht so weit sind, dass die Mittel tatsächlich abfließen. Und es geht um den Faktor Zeit. Da werden wir miteinander tätig, da legen wir ein eigenes solches Programm auf und helfen in der höchsten Not. Das ist geschehen und ich glaube, das lässt sich auch gegenüber denjenigen, die weiterhin in schwerem wirtschaftlichen Gewässer sind, sehr gut verargumentieren. Vielen Dank. So, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir kommen zur Abstimmung. Und zwar zuallererst über den Änderungsantrag der CDU-Fraktion, Drucksache 856 aus 2020, erste Neufassung. Und ich bitte für diesen Antrag um die Ja-Stimmen. Also 57. Gibt es Gegenstimmen? Enthaltungen? Eine Enthaltung. So, damit haben wir den Änderungsantrag der CDU-Fraktion mit großer Mehrheit angenommen. Und wir kommen jetzt über die erste Nachtragshaushaltssatzung 2020, erste Neufassung, das ist die Drucksache 840N1. Gibt es Gegenstimmen? 1, 2, 3, 4. Gibt es Enthaltungen? Eine? Ja-Stimmen? 53. Das sind dann 53, wenn sich Herr Oppelt auch an der Abstimmung beteiligt. Dann gut, wunderbar, schönen Dank. So. Okay, dann haben wir das auch mit großer Mehrheit so angenommen. Wir kommen jetzt zu Tagesordnungspunkt 6, Resolution. Rettungsschirm für die Kommunen, gemeinsamer Antrag der Fraktionen von SPD, CDU, Bündnis 90 Die Grünen, Gruppe Linke und Piraten, FDP-Fraktion und Fraktion Die Fraktion. Und es hat das Wort Herr Kelig. Vielen Dank, Herr Ratsvorsitzender. Ach so, halt, Moment, einen Moment noch. Ich rufe dazu natürlich auch auf den Änderungsantrag der AfD-Fraktion, Drucksache 874 aus 2020. So, bitte, Herr Kelig.
Vielen Dank, Herr Ratsvorsitzender. Gerade eben haben wir mit dem Nachtragshaushalt den Handlungsspielraum unserer Stadt deutlich ausgeweitet. Und bereits vor 4 Wochen haben wir ein wichtiges Hilfspaket für die hannoversche Wirtschaft auf den Weg gebracht. Das hat heute ja auch schon mehrfach die Rolle gespielt. Dadurch, wie auch zum Beispiel durch die Anmietung der Jugendherberge für Obdachlose oder durch die Ausweitung des Frauenhauses 24, leisten wir einen wichtigen Beitrag zur Bewältigung der Corona-Krise und helfen, deren Folgen abzumildern. Das sind gewaltige Kraftanstrengungen, wie es in unserer Resolution heißt, die den verschiedenen Akteuren in unserem Land abverlangt werden. Bund und Land haben ebenfalls wichtige Hilfspakete auf den Weg gebracht. Ich erinnere daran, dass wir erst jetzt kürzlich auch die Aufstockung des Kurzarbeitergeldes bekommen haben auf Bundesebene. Ich denke, das ist ein sehr, sehr wichtiges und sehr, sehr gutes Signal, was wir ausdrücklich als SPD auch begrüßen. Für die Kommunen ist dies aber, das haben Sie ja auch schon, Herr Oberbürgermeister, und auch der Stadtkämmerer gesagt, ein gewaltiger Kraftakt. Haben Sie doch unmittelbar vor Ort die Folgen für das soziale Zusammenleben aufzufangen und haben den sozialen Zusammenhalt zu gewährleisten. Daraus entstehen unserer Stadt erhebliche Mehraufwendungen und zugleich werden wir massive Mindereinnahmen hinnehmen müssen. Das kann der Haushalt natürlich auf Dauer nicht aushalten und deshalb brauchen wir als Kommune Hilfen durch den Bund und durch das Land. Wir in Hannover haben ein großartiges und groß angelegtes Investitionsprogramm aufgelegt. Und es darf nicht sein, dass dieses Programm durch Corona nichtig wird. Wir in Hannover haben verschiedene Förderprogramme aufgelegt, in der Bildung, in der Jugendhilfe, im sozialen Bereich, Wohnraumförderung. Und es darf nicht sein, dass diese Förderkulisse durch Corona zerfällt. Die vorübergehende Lähmung des öffentlichen Lebens durch diese Pandemie darf nur eine vorübergehende sein. Unsere Stadt darf aufgrund dieser Krise nicht handlungsunfähig werden. Wir stehen mit dieser Forderung ja hier Seite an Seite mit sehr, sehr vielen Fraktionen innerhalb dieses Rates, wie Sie unschwer erkennen können. Und wir stehen als Rat der Landeshauptstadt auch insgesamt nicht allein, denn diese Krise betrifft alle Kommunen. Und deshalb brauchen wir einen Rettungsschirm für die Kommunen. Wir brauchen die Unterstützung und die dauerhafte finanzielle Absicherung aller Kommunen durch den Bund und durch das Land. Diese Krise meistern wir nur in Solidarität. Und wir erwarten auch von Bund und vom Land Solidarität mit den Kommunen, so wie wir heute auch mit dieser Resolution solidarisch zusammenstehen, mit Ausnahme der AfD, die ich hier, und das haben ja auch meine Vorrednerin eben schon gesagt, eindeutig als Realitätsverweigerer anerkennen muss. Dementsprechend danke ich Ihnen für die Aufmerksamkeit und bitte um Ihre Zustimmung. Frau Dr. Markowitz. Herzlichen Dank, Herr Ratsvorsitzender. Meine Damen und Herren, ich kann mich den Worten von Lars Kehlich anschließen. Ich bin extrem froh und sehr dankbar für alle, die dabei mitgewirkt haben, dass wir hier so partei- und fraktionsübergreifend eine umfassende Resolution schreiben konnten, die sich auch trotzdem nicht im Klein-Klein verliert, obwohl wir so viele Leute haben, die dabei sind. Wir sind als Kommunen nah an der Bevölkerung. Wir merken als Erste, wo der Schuh drückt. Auch in dieser Pandemie wird das mal wieder ganz deutlich sichtbar. Und haben mit einer Reihe von Hilfsangeboten ja auch wirklich schnell reagiert. Das wurde gerade schon gesagt. Zum Beispiel wird das Stadionbad geöffnet. Die Jugendherberge ist schon erwähnt worden. Und wir sind hier einfach sehr aktiv. Erfahrungen aus Ländern, die früher betroffen waren, zeigen, dass mit der Kontaktsperre und der Unsicherheit der Menschen durch Corona auch häusliche Gewalt steigt. Vielen Dank auch an der Stelle nochmal an unsere Gleichstellungsbeauftragte, die zügig gehandelt hat und gemeinsam mit der Region eine Erweiterung des Frauenhaus 24 organisiert. Das ist echt wunderbar und wir sind da für Betroffene. Mit dem 10-Millionen-Euro-Programm des Oberbürgermeisters, das wurde heute auch schon hoch und runter erwähnt, haben wir schnell reagiert und ganz unbürokratisch Liquiditätsengpässe ja nicht nur bei kleinen und mittleren Unternehmen einfach einfangen können, sondern auch bei manchen Einrichtungen und Vereinen und Soloselbstständigen. Und wir werden natürlich auch in Zukunft ausloten, welche Bereiche noch Unterstützung bedürfen. Aber das schaffen wir eben nicht alleine und nicht nur aus eigener Kraft. Der Bund muss sein Versprechen einlösen und darf die Kommunen hier nicht im Regen stehen lassen. Mit unserer Resolution legen wir deswegen pragmatische Vorschläge vor, die eine echte Entlastung der Kommunen bedeuten und so ermöglichen, alle weiterhin gut durch die Pandemie zu bringen und auch danach eben noch handlungsfähig weiter hier in Hannover zu agieren. Ganz herzlichen Dank. Herr Hauptstein. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender.
Ja, ich war ja ehrlich gesagt schwer enttäuscht, als ich auf der Tagesordnung zu dieser Ratsversammlung gesehen habe, dass Sie trotz dieser ganzen kollegialen Zusammenarbeit, die wir immer pflegen, ja leider vergessen haben, uns als AfD zu fragen, ob wir bei dieser Resolution, super selbstlosen Resolution, wie ich betonen möchte, mitmachen möchten. Dann hätte ich Ihnen schon vorab erzählen können, für wie unseriös ich diese Resolution halte, aber jetzt müssen Sie sich halt nun in der jetzigen Situation von mir belehren lassen. Es kann doch nicht sein, meine Damen und Herren, dass wir noch nicht in irgendeiner Form vorgelegt haben, ein Konzept oder auch nur eine kleine Note, welche Einsparungen wir eigentlich treffen wollen hier bei uns, um unseren Haushalt auch nur ansatzweise zu konsolidieren, aber gleichzeitig schon loslaufen zu Land und Bund und sagen, hey, wir schaffen es nicht, unseren Haushalt zu konsolidieren, bitte gibt uns Geld. Das erschließt sich uns nicht. Das kann man machen, natürlich. In dem Moment, wo man alles ausgeschöpft hat, wo man gesagt hat, wir haben wirklich alles probiert, wir haben alles gestrichen, was uns irgendwie entbehrlich schien und sind trotzdem noch handlungsunfähig, aber doch nicht in solch einer Situation, wo man eigentlich noch gar nichts versucht hat, sagt, wir lassen einfach munter alle Ausgaben weiterlaufen und schauen mal, was da ist. Und wenn es halt nicht reicht, bitte Land, Bund, kommt her und gebt uns einen Geldsegen von dem Geld, was ihr selber zwar auch nicht habt und auf Schuldenbasis finanzieren müsst, aber gibt es halt uns. Wir können es in der Kommune viel besser anlegen. Und es ist eben ja nicht so, dass es alles in super wichtigen, super essentiellen Sachen für unser Gemeinwohl angelegt ist. Ich kann das natürlich verstehen, dass das die SPD und gerade die Grünen dann sehr hart trifft, wenn es vielleicht den ein oder anderen Diversity-Manager weniger gäbe oder Gleichstellungsbeauftragten oder Integrationsbeauftragten und Ähnliches. Aber sind wir mal ehrlich, der Großteil der Gesellschaft wird diese, ja, diese Stellen und diese Ausgaben nicht vermissen. Es sind zum Großteil nun einmal Versorgungsposten, die vor allen Dingen für ihr Klientel geschaffen worden sind, die aber leider der Mehrheit dieser Gesellschaft nicht zugutekommen. Und deswegen halten wir es für seriös und haben das ja auch vorgeschlagen in unserer Resolution, dass wir, bevor wir nun zu Land und Bund rennen und dort nach Finanzen anfragen, ohne selber uns hier zu unserer Eigenverantwortung bekannt haben, zunächst einmal erstmal dies machen, nämlich uns zu unserer Eigenverantwortung bekennen und nochmal ausdrücklich erklären, dass es eben falsch wäre, nun in einem ersten Schnellschuss die ebenfalls finanziell stark angeschlagenen oberen Staatsebenen anzupumpen, dass wir alles Mögliche versuchen werden, um eine solche Inanspruchnahme zu vermeiden, dass wir uns unserer Verantwortung gegenüber den nachfolgenden Generationen bewusst sind und dass wir uns mit aller Kraft dafür einsetzen werden, eine verantwortungsvolle Haushaltspolitik für die Zukunft Hannovers in die Wege zu leiten. Ich hoffe, das ist eigentlich was, was breiter Konsens sein sollte. Leider wird man ja immer wieder negativ überrascht in diesem Gremium. Dennoch hoffe ich, dass zumindest dieser ja eigentlich sehr geringe Anspruch hier heute mal die Zustimmung von Ihnen findet. Denn eigentlich sollte das ja das Mindeste sein, dass man hier verantwortungsvolle Haushaltspolitik für die Bürger macht. Und wenn wir uns nicht mal darauf einigen können, dann können wir eigentlich auch dieses Gremium hier dicht machen. Vielen Dank. Herr Böning. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren. Ich persönlich halte dies hier übrigens für eine sehr vernünftige und gute und vor allem in dieser Situation auch wirklich wichtige Resolution. Und die eben gehörten Begründung von Herrn Kehrlich und Frau Markowitz und auch von einigen anderen ist auch eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Und auch unser Oberbürgermeister ist ja vorhin kurz darauf eingegangen und Herr von der Ohr ebenso. Also es wurde alles gesagt und es wurde auch wirklich viel Richtiges gesagt. Sie ahnen es, was jetzt kommt und tatsächlich, in der Tat, auch ich hätte mich gefreut, wenn Sie mich gefragt hätten, ob ich den Antrag mit unterschreiben möchte. Ich möchte das hier mal ganz offen und ehrlich sagen. Sie haben sich leider entschieden, mich bzw. meine Fraktion hier auszuschließen. Sie werden Ihre Gründe haben, immer noch, nach wie vor, wie auch immer. Ich persönlich bin der Meinung, dass man gerade auch in Zeiten der Krise, aber auch sonst, eigentlich etwas anders vielleicht mal mittlerweile miteinander umgehen sollte. Gut, ich finde es schade, dass es im April 2019 immer noch so ist, wie es ist, aber
dennoch 2020 natürlich. Dennoch ist dieser Antrag hier inhaltlich, also der Inhalt dieses Antrags ist natürlich wichtiger als meine eben mal vorgetragene persönliche Enttäuschung, weswegen ich hier selbstverständlich, wie ich eben schon gesagt habe, mit Ja stimmen werde. Danke. Herr Döring. Herr Ratsvorsitzender, Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben uns überfraktionell auf diese Resolution geeinigt, auch wenn wir in Teilen unterschiedlich auf die Frage, wie es weitergeht, blicken. Das macht insbesondere der Wortbeitrag von Herrn Machentanz deutlich. Deshalb kann ich mir nicht verkneifen, darauf hinzuweisen, dass neben der Kontinuität öffentlicher Investitionen auch jede Menge private Investitionen nötig sein werden, um eine tiefere Rezession in Deutschland zu verhindern. Und das werden wohl nur diejenigen leisten können, die Vermögen haben und die Geldmittel bereit sind, in Deutschland zur Verfügung zu stellen. Dieser Streit soll aber gar nicht in den Mittelpunkt gerückt werden. Ich bin sehr dankbar, Herr Kollege Hauptstein, dass Ihre Fraktion eine Alternativresolution vorgelegt hat. Denn sowohl Ihre Wortbeiträge eben zur Haushaltssatzung als auch zu dieser Resolution sind politisch hochinteressant. Der Gründungsmythos Ihrer Partei ist das Märchen vom Staatsversagen. Und alle Ihre Wortbeiträge hier und auch der Text, der hier vorliegt, der ist zwar mit haushaltspolitischen Scheinargumenten gespickt, aber er dient nur einem. Sie wollen keinen leistungsfähigen Staat. Sie verachten einen leistungsfähigen Staat, egal ob Kommune, Land oder Bund. Sie wollen diese Krise, eine noch nie dagewesene internationale Pandemie, nutzen, um dieses Gründungsmärchen versagender staatlicher Einheiten aufrechtzuerhalten, obwohl die Menschen, Kulturschaffende, Flüchtlinge, Sozialhilfeempfänger, Arbeitslose, Menschen in Kurzarbeit, Unternehmerinnen und Unternehmer, ja auch Manager von Milliardenbetrieben gerade merken, dass dieser Staat so schlecht gar nicht funktioniert. Und darum muss man Ihre Texte ablehnen. Darum ist es richtig, dass Sie hier außen stehen und dass hier ein großer Teil des Rates zusammensteht. Denn Politik muss am Ende gerade in solchen Krisen beweisen, bei allen inhaltlichen Unterschieden, dass dieses Gemeinwohl funktionabel bleibt. Und wer glaubt, mit der Aufzählung von 5 A12 besoldeten Stellen 400 Millionen Euro Liquiditätsbedarf finanzieren zu können oder meinetwegen mit der Streichung von 100 Millionen freiwilligen Ausgaben im Haushalt, mehr sind es doch gar nicht, dieser Krise Herr werden zu können, der hat weder den städtischen Haushalt begriffen noch öffentliche Finanzen. Und deshalb muss man auch deswegen Ihre Texte ablehnen. Und deshalb kommt die Resolution zur rechten Zeit. Ich bin sicher, dass Deutschland das beherrschen kann, weil anders als Italien, Spanien oder Frankreich, egal wer regiert hat, das will ich auch mal sagen, seit der Koalition von Gerhard Schröder 98 alles dafür getan wurde, dass finanzielle Handlungsspielräume erweitert werden. Auf Bundesebene, auf Landesebene und auch auf der kommunalen Ebene, egal wer regiert hat. Und dass wir so stark dastehen, hat sehr viel damit zu tun, dass wir eine stabile Wirtschaft haben, dass wir international vernetzt sind, hat auch viel damit zu tun, dass wir so stark betroffen sind. Aber alle gemeinsam handeln gerade sehr, sehr verantwortungsbewusst, bis auf wenige. Und dass das jetzt mal sichtbar wird, ist gut. Vielen Dank. Herr Seidel. Ja, Herr Oberbürgermeister, Herr Ratsvorsitzender, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich kann mich den Worten von Herrn Döring nur anschließen und war auch etwas verwundert darüber, dass Herr Hauptstein hier nochmal das Jammerlied gesungen hat, dass man ihn nicht gefragt hat, dass er an der Resolution teilnehmen wollte. Ich glaube, sein Wortbeitrag hat ziemlich klar und deutlich gemacht, dass er noch nicht verstanden hat und die AfD damit auch nicht verstanden hat, um welche Krise es sich handelt. Und ich will es mal an einem Beispiel nur mal deutlich machen, lieber Kollege Hauptstein, vielleicht verstehen Sie es ja dann. Wir haben im öffentlichen Personennahverkehr normalerweise in normalen Monaten einen Umsatz von 1 Milliarde Euro. Wir haben im letzten Monat einen Umsatz gehabt im öffentlichen Personennahverkehr deutschlandweit von 200 Millionen Euro. Damit werden Sie öffentlichen Personennahverkehr, egal ob im ländlichen Raum oder in großen Städten, nicht mehr finanzieren können auf Dauer. Das geht nicht. Das können wir vielleicht einen Monat mal durchmachen, aber danach ist Schluss. Und insofern zeigt doch alleine dieses Beispiel, inwieweit wir uns hier in einer Krise befinden, dass
Sich das hätte vor wenigen Wochen wirklich niemand vorstellen können. Aber ich will mich gar nicht so weit mit der AfD und diesem Antrag auseinandersetzen. Ich möchte eigentlich nur noch mal den anderen Fraktionen danken, dass es uns gelungen ist, hier eine Resolution darzustellen, und möchte auch noch mal klarstellen, wir sind die Landeshauptstadt in Niedersachsen und damit die größte Stadt in diesem Bundesland, die mit Abstand sozusagen, ja, manchmal nicht ganz so geliebt wird. Es soll da auch andere Städte geben, die manchmal zu uns schauen. Aber am Ende des Tages gucken doch alle nach Hannover. Was macht denn die Landeshauptstadt? Und auch die Landesregierung guckt dahin. Und da ist es wichtig, dass dieser Rat geschlossen eine Resolution vorlegt, der auch an Land und Bund appelliert. Und ich will das mal klar und deutlich sagen. Der Wirtschaftsminister Althusmann hat das Thema schon verstanden und spricht von einem kommunalen Stabilisierungspakt, den sowohl Land als auch Bund schließen müssen, um hier entsprechend die Kommunen in ihrer Handlungsfähigkeit weiter zu bestärken. Und ich finde es gut, dass es gelingt, hier auch entsprechend über die Parteigrenzen hinweg diese Resolution vorzulegen. Und wir sollten aufpassen, dass wir bei dem Vorlegen dieser Resolution uns nicht in klein-klein wirklich verlieren. Denn dieses Thema ist im Moment wirklich groß, wichtig, und dafür ist es notwendig, dass dieser Rat in der überwältigenden Mehrheit der demokratischen Fraktionen Einheit zeigt und ein klares Signal auch in das Land Niedersachsen sendet. Und ich bin mir sicher, die Landesregierung wird das aufnehmen. Vielen Dank. Herr Braune. Ja, sehr geehrter Herr Vorsitzende, meine Damen und Herren. Kennen Sie Noah? Ja, Noah wurde nicht müde, immer das Gleiche zu predigen. 120 Jahre. Keine Angst, so lange habe ich nicht vor, hier zu bleiben. Das Gnadenfenster schließt sich, biblisch gesehen. Und ich sage Ihnen das noch einmal. Das Einzige, was hilft, ist es, diesen Lockdown unmittelbar zu beenden. Es gibt keine Kreditlinie, die wir noch in die Unendlichkeit erweitern können. Den Lockdown, den müssen wir beenden. Es kann nicht sein, dass wir auf irgendeinen Impfstoff in 18 Monaten warten müssen, bis wir die Geschäfte wieder aufmachen müssen. Dann ist die Wirtschaft hier total am Boden und nicht mehr reparabel. Das sage ich Ihnen. Lassen Sie uns darauf hinwirken, dass der Lockdown beendet wird. Herr Wruck. Herr Wruck, wollen Sie? Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren, ich möchte zu dieser Resolution auch noch mal kurz etwas sagen. Die Resolution geht grundsätzlich, wie mein Fraktionskollege schon gesagt hat, in die richtige Richtung. Er zeigt die Verantwortlichen, die jetzt die Verantwortung tragen müssen für die finanzielle Wiedergesundung dieses Landes. Die Bundes- und die Landes- und die Lande, nicht die Bundesregierung und die Ministerpräsidenten der Länder haben den Lockdown und den Shutdown beschlossen, an deren Weisheit man füglich zweifeln kann. Ich persönlich bin der Auffassung, dass das das falsche Rezept war in dieser Krise. Ich habe es auch von Anfang an gesagt. Aber ich kann mich natürlich irren. Wir wussten vor einigen Wochen alle nicht, welches das richtige Rezept ist. Aber Sie sind die Verantwortlichen dafür, für das, was jetzt finanziell hier passiert in diesem Land und ökonomisch passiert. Und wer die Musik bestellt, der muss sie auch bezahlen. Und deswegen ist die Richtung dieser Resolution richtig, dass man sich an die Bundesregierung und auch an die Landesregierung wendet und die zur Kasse bitten will für das, was sie angerichtet haben. Natürlich muss in Zukunft, und da stimme ich mit Herrn Hauptstein überein, muss in Zukunft auch daran gedacht werden, was man denn tun kann, selbst tun kann, durch Sparmaßnahmen, die nicht die Wirtschaft weiter abwürgen, aber die an bestimmten Stellen sinnvoll sein können, die Krise zu vermindern. Leider meinen die Fraktionen, die sogenannten toleranten Fraktionen hier, dass sie bestimmte Fraktionen von solch einer Resolution von vornherein ausschließen können.
Und meinen, es kommt nicht so drauf an. Vielleicht ist es ja auch richtig, dass es nicht so drauf ankommt, was bestimmte kleinere Fraktionen tun oder lassen. Aber Sie sind jedenfalls der Auffassung, das zeigt ja Ihre Art, einfach einige Fraktionen für solch eine Resolution zu übergehen, dass man auf bestimmte Leute gar keine Rücksicht nehmen muss. Und weil Sie dieser Auffassung sind, tue ich Ihnen den Gefallen, obwohl ich der Meinung bin, dass diese Resolution absolut richtig ist, dass ich mich der Stimme enthalte zu dieser Resolution. Herr Hirche. Ja, Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren, was mich erschüttert hat bei diesen Diskussionen, und gerade jetzt, wenn ich Herrn Seidel zitieren soll, wir sind jammern, die AfD, weil wir nicht gefragt worden sind. Da möchte ich einfach sagen, dass der Hannoveraner mit inbegriffen fast 10% oder über 10% der Wähler einfach außen vor bleiben. Und das sollten sich die sogenannten demokratischen Parteien mal unter die Nase reiben. Wir sind von über 10% der Bürgern gewählt und Sie und das einfach ignorieren. Das will ich einfach mal sagen. Ja, wer hier wie die CDU 70 Jahre sitzt im Rat und zu nichts zustande gebracht hat, muss sich jetzt hier nicht aufregen. Können Sie ganz ruhig bleiben. So ist das nun mal. Und ja, und Frau Kasting und Herr Döring, Sie haben ja jetzt so richtig gegen die AfD wie üblich abgelassen. Ich staune bloß, Herr Döring, dass Sie die Linke so mit einbegriffen haben. Ja, die wollen ja schließlich ihre Millionäre erschießen, wenn sie so weit sind. Haben Sie ja nur gesagt zum Parteitag. Da wundere ich mich schon sehr. Danke. Herr Jakobs, wollten Sie noch mal reden? Nee, ne? So, alles klar. Gut, das hatte ich schon so identifiziert als ein Versehen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe keine weiteren Wortmeldungen mehr und so würde ich jetzt in den Abstimmungsprozess eintreten. Wir stimmen zuerst ab über den Änderungsantrag der AfD-Fraktion, Drucksache 874 aus 2020. Bitte um die Ja-Stimmen. Das hätte mich jetzt gewundert, Herr Machentanz. So. Das sind fünf. Gibt es Enthaltungen? Die Gegenstimmen? Das ist dann der Rest des Rates. Damit ist der Änderungsantrag abgelehnt. Wir kommen jetzt zur Resolution selbst, Drucksache 839 aus 2020. Und ich frage nach den Ja-Stimmen. Herr Fruck, Ja oder Ja? Ach so, gut. Ja, ja, eben. Das sind 53. 53 Gegenstimmen. Drei. Enthaltungen? Eine. Ja, und Herr Kager hat gar nicht gestimmt. Herr Kager wollte nicht mit abstimmen. Das ist gut. So, dann hat er nicht mit abgestimmt. So, damit haben wir die Resolution mit großer Mehrheit beschlossen. Ja, vorwärts nach weit. Der Kulturentwicklungsplan 2030 für Hannover, Drucksache 837 aus 2020 mit einer Anlage. Liebe Kolleginnen und Kollegen, der Verwaltungsausschuss empfiehlt Ihnen aus seiner heutigen Sitzung die Annahme dieser Drucksache mit 10 Ja-Stimmen und einer Nein-Stimme. Und jetzt gucken wir mal, wer zuerst reden darf. Frau Zahmann, bitte. Sehr geehrter Herr Ratsvorsitzender, sehr geehrter Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, heute haben wir endlich den Beschluss über den Kulturentwicklungsplan, ein weiterer Meilenstein auf dem Weg zur Kulturhauptstadt Europas 2025. Dies mag mit einem Blick auf die aktuelle Situation, in der das kulturelle Leben pandemiebedingt zu einem großen Teil ausgesetzt ist, paradox erscheinen. Ich bin jedoch überzeugt, dass es gerade in der aktuellen Situation ein Zeichen der Hoffnung ist, eine langfristige Perspektive für die Kultur in unserer Stadt aufzuzeigen und damit auch ein deutliches Bekenntnis zur Kultur in der Landeshauptstadt Hannover abzugeben. Ein solches Bekenntnis hat auch die Verwaltung mit dem pragmatischen Umgang mit Zuwendungen und dem Soforthilfeprogramm für die lokale Wirtschaft abgegeben.
dem heute zu beschließenden Kulturentwicklungsplan liegt eine umfassende Analyse der hannoverschen Kulturlandschaft zugrunde, auf deren Grundlage Handlungsfelder, Ziele und Maßnahmen beschrieben werden, um die Kultur in Hannover zu gestalten. Heute liegt es also auch an uns, mit dem Beschluss des Kulturentwicklungsplans ein klares Bekenntnis für die Zukunft der Kultur in unserer Stadt abzulegen. Mit dem Kulturentwicklungsplan zeigen wir eindrucksvoll, was möglich ist, wenn viele Akteure gemeinsam an einem Ziel arbeiten. Ich möchte daher allen Beteiligten an dieser Stelle herzlich im Namen der SPD-Ratsfraktion danken, insbesondere den Kulturschaffenden aus Institutionen der freien Szene, der Kulturverwaltung und auch nicht zuletzt allen Kolleginnen aus der Kulturpolitik. Wir als SPD-Ratsfraktion haben uns intensiv in den Prozess eingebracht und freuen es uns sehr, dass sowohl Anregungen aus dem Positionspapier unserer Fraktion als auch den detaillierten Beratungen unserer Kultur-AG in den CAP eingeflossen sind. Und ich freue mich auch sehr, diesen Kulturentwicklungsplan in seiner Umsetzung weiter zu begleiten. Wir sind uns sicher, dass mit den darin vorgenommenen Weichenstellungen Antworten auf die Herausforderungen der Gegenwart gegeben werden und Chancen genutzt werden, um die Zukunft der Kultur in Hannover zu gestalten. Lassen Sie uns doch heute gemeinsam den Kulturentwicklungsplan mit einer ganz breiten Mehrheit beschließen und ihn zukünftig gemeinsam mit Leben füllen, getreu dem Motto und dem Titel des CAP Vorwärts nach weit, so wie wir das heute auch im Finanz- und Kulturausschuss gemacht haben. Vielen Dank. Herr Maßki, bitte. Sehr geehrter Herr Ratsvorsitzender, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich bin mir ganz sicher, ich habe so schnell gedrückt, ich wollte auch mal Erster sein, aber hat leider nicht geklappt. Aber ich kann zumindest der SPD schon mal sagen, der Wunsch, hier einen breiten Beschluss zu bekommen, dem wird zumindest der CDU dabei verhelfen. Der heute zur Beschlussfassung vorgelegte Kulturentwicklungsplan ist das Ergebnis eines sehr langen, breit angelegten und engagiert geführten Meinungsbildungsprozesses. Und ich möchte nur mal exemplarisch zwei Zeilen hier aus der Kurzübersicht, die wir heute im Kulturausschuss vorgelegt bekommen haben, einmal darbieten. Das ist einmal, gab es drei Kulturzukunftszusammenkünfte mit über 400 Teilnehmenden. Wir haben diverse Kultur-Jour-Fixe gehabt, an denen jeweils 60 bis 80 Teilnehmende mitgemacht haben. Und wir haben auch den Aufnahmezustand. Und ich habe bei vielen Veranstaltungen ganz viele aus der Kultur-AG auch gesehen, die beteiligt waren, die mitgemacht haben. Und ich kann hier wirklich nur feststellen, dass wir hier, so unterschiedlich wie auch in anderen Fragestellungen auch gerne sind, doch sehr eng zusammengestanden haben und auch zusammen dafür gesorgt haben, dass der Prozess so gut läuft. Es ist eben schon angesprochen worden, es ist der letzte Eckpfeiler einer bisher, trotz, glaube ich, kann man sagen, aller Widrigkeiten, die in diesen 2,5 bis 3 Jahren des Prozesses auch uns ereilt haben, mit viel Herzblut geführten Bewerbungskampagne, die sich wirklich sehr, sehr sehen lassen kann und die Hannover völlig zu Recht auch in die letzte Runde der letzten 5 Bewerber auch hineinbefördert hat. Hierfür gilt mein besonderer Dank auch im Namen der CDU-Ratsfraktion dem unglaublich motivierten Team rund um das Kulturhauptstadtbüro und in diesem Zusammenhang, weil wir jetzt heute über den CAP insbesondere beschließen, vor allen Dingen natürlich auch dem CAP-Team, das da auch sehr engagiert für die Inhalte gesorgt hat. Und man kann sich gar nicht vorstellen, wie das ausgegangen wäre, wenn wir diese ganzen Beteiligungsformate nicht vor der Corona-Krise abgeschlossen hätten. Also da wäre wahrscheinlich bei weitem nicht das rausgekommen, was wir heute vorliegen haben. Und das ist wirklich ein Riesenerfolg. Der Kulturentwicklungsplan hat das gewohnt breite Kulturangebot unserer Stadt im Blick und will dieses bewahren und vor allen Dingen weiterentwickeln. Und ich glaube, und da bin ich mir auch ganz sicher, in jeder Krise, was ist den Menschen besonders wichtig? Einmal Hoffnung und eine Perspektive. Und wenn die Krise vorbei ist, werden die Menschen wieder raus wollen und auch das kulturelle Angebot in Anspruch nehmen wollen. Und wer jetzt auf die Idee kommt, gerade da den Rotstift anzusetzen, ja, nehmen Sie den Leuten ruhig die Perspektive. Können Sie ja mal versuchen, wie es dann bei der nächsten Wahl aussieht. Viel Spaß. Die sogenannte Hochkultur und die freie Szene werden in dem CAP nicht als Gegensätze, sondern als sich ergänzende und befruchtende Akteure gesehen, die ein lebendiges kulturelles Leben braucht, auch in Hannover.
Er trifft notwendige Konkretisierung, lässt aber genügend Spielraum für eine freie und vitale Entwicklung. Das ist uns auch ganz wichtig, das haben wir auch im Kulturausschuss heute festgestellt. Es ist eine sehr solide und für den Bewerbungsprozess dienliche Plattform und eine Basis, die aber noch natürlich ein bisschen Feinschliff auch im weiteren Verlauf auch durch entsprechende Beschlüsse möglich lässt. Und das ist, denke ich mal, uns allen auch wichtig gewesen im Prozess, dass wir da noch ein bisschen Spielraum haben. Aber der Grundstein, der gelegt ist, der ist wirklich optimal für den Bewerbungsprozess. Auch sind wir uns sicher, dass Hannover mit diesem Kulturentwicklungsplan als letzten Baustein beste Chancen hat, den Titel der Europäischen Kulturhauptstadt 2025 zu holen. Sollte das Wiedererwarten nicht gelingen, ich habe es vorhin auch schon gesagt, dann bleibt uns immer noch der Kulturentwicklungsplan, der extrem wichtig ist, gerade wenn so eine Krise überstanden ist, den Leuten auch ein gutes Angebot zu machen. Meine Hoffnung ist vor allen Dingen, gerade jetzt auch mit Blick auf die Corona-Krise, dass wir es schaffen, die Kultur auch über die gegenwärtige Krise zu retten. Das ist wirklich eine ganz schwierige Aufgabe gerade. Sie ist aber elementare Voraussetzung für alles Weitere. Kultur, gerade auch in der weiten Definition unserer Bewerbung, ist keine Marginalie. Sie bestimmt maßgeblich, wer wir als Einzelne und als Gesellschaft sind und sein wollen. Europäische Kulturhauptstadt 2025 zu werden, wäre ein gutes Zeichen dafür und gerade nach der Corona-Krise ein kraftvolles Signal. Mit diesem Kulturentwicklungsplan, glauben wir, haben wir eine sehr gute Chance dazu. Lassen Sie uns gemeinsam mit breiter Front diesen Kulturentwicklungsplan heute beschließen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Herr Wolf. Ja, sehr geehrter Herr Vorsitzender, Oberbürgermeister, meine Damen und Herren. Heute ist aus meiner Sicht als Kulturpolitiker ein sehr erfreulicher Tag, denn nach der Behandlung im Kulturausschuss und im Haushaltsausschuss vorher können wir gleich den lang ersehnten und erwarteten Kulturentwicklungsplan 2030 beschließen. Der Plan bietet den Kulturschaffenden in Hannover wie den kulturinteressierten Bewohnerinnen und Bewohnern eine grundsätzlich positive Perspektive in Richtung Kultur, Kulturhauptstadt und Kulturverwirklichung. Ich habe es vorhin schon im Kulturausschuss gesagt, wiederhole es aber gern noch mal hier in unserer Ratsrunde. Es ist aus meiner Sicht ein hoffnungsfrohes Zeichen, was unserer derzeit kommissarischen, bald aber wohl voll zuständigen Kulturdezernentin trotz der widrigen Umstände rund um das Coronavirus gelungen ist. Frau Beckedorf hat mit ihrer Verwaltung und in Zusammenarbeit mit verschiedenen Akteurinnen aus der Kulturszene geschafft, die Aufgabe gut, umfangreich und zeitgerecht zu erfüllen. Das verdient uns aller Dank. Die beteiligungsorientierte, prozessgesteuerte und von Vernetzungsgedanken geprägte Herangehensweise ist aus meiner Sicht zusammen mit dem interdisziplinären Ansatz und der internationalen Ausrichtung genau der richtige Weg, auch im Hinblick auf unsere Bewerbung zur Europäischen Kulturhauptstadt 2025. Allerdings müssen wir die Umsetzung der in der Drucksache gestellten Ziele der kulturellen und sozialen Teilhabe aller Menschen in dieser Stadt genau im Auge behalten. Insbesondere unter dem Punkt 4, bei dem der Mensch im Mittelpunkt steht, wird unter Ziel 2 skizziert, finanzielle Barrieren abzubauen, um allen Bürgerinnen und Bürgern unabhängig von der Größe des Geldbeutels die Teilhabe am Kulturangebot der Stadt zu ermöglichen und dementsprechend auch dann an der Kulturhauptstadt, an den Angeboten. Wenn wir dieses Ziel tatsächlich umzusetzen schaffen, wäre das ein großer Erfolg. In unserer Ratsgruppe haben wir die Frage erörtert, wie Transferleistungsbeziehenden, wie obdachlosen Menschen in ihrer derzeitigen Situation insbesondere die soziale Teilhabe gelingen soll. Hier sind wir gefordert und es muss eine grundlegende Änderung der Situation hin zu einem normalen Leben geben, damit wirklich von einer erfolgreichen sozialen Teilhabe aller Bürger und Bürgerinnen Hannovers gesprochen werden kann und somit auch von einer kulturellen. Wir haben uns im Rat mit breiter Mehrheit darauf verständigt, dass wir auch soziale Aspekte in den Blick nehmen wollen, zum Beispiel den Wohnungsbau. Und ich finde angesichts der Corona-Krise richtig, dass wir als Rat im Jahr 2018 den Auftrag an die Verwaltung gegeben haben, Hannover von der internationalen Messestadt zu einer europäischen Kulturmetropole zu wandeln. Die Pandemie schlägt voll auf das Messegeschäft. Und auch die zunehmende Digitalisierung der Wirtschaft wird das Messegeschäft weiter massiv und nachhaltig verändern. Wir wissen, dass die finanziellen Auswirkungen der Corona-Krise alle Bereiche unseres politischen Handelns berühren wird. Deswegen begrüße ich ausdrücklich, dass das Kulturdezernat weitsichtig genug ist und im Blick hat, dass wir möglicherweise auch beim Kulturentwicklungsplan nachsteuern müssen.
Aber, verehrte Kolleginnen und Kollegen, Kultur ist nichts, was mal eben eine Verführungsmasse ist. Kultur hat für unsere Bevölkerung eine elementare Bedeutung. Deswegen darf Kultur auch in Zeiten sinkender Steuereinnahmen nicht überproportional zur Kasse gebeten werden. Hilfreich wäre aus meiner Sicht, wenn wir auch die Region Hannover, von der wir ein Teil sind, genau in den Blick nehmen. Das kann bei Finanzierung von Kultur hilfreich sein. Und die Akzeptanz in der Region wird sicher auch gestärkt, wenn wir nicht alles Positive in Hannover verorten und so tun, als ob die Region kulturell wenig Bedeutung hätte. Ich nenne zwei Beispiele aus dem Plan. Haben wir nötig, den Musiker Heinz-Rudolf Kunze als hannoverschen Künstler zu bezeichnen? Der Mann ist in Westfalen geboren, hat nie in Hannover gewohnt, sondern lebt seit Jahrzehnten in der Gemeinde Wedemark, also in der Region. Auch die Scorpions werden für Hannover reklamiert. Frau Beckedorf, Sie müssen noch aufgrund Ihrer vorherigen Tätigkeit in der Wedemark wissen, dass die Hardrock-Band mit Sänger Klaus Meine ebenfalls ein wichtiges Standbein im Ortsteil Bissendorf-Wietze hat. Gegründet wurde die Band übrigens in Sarstedt, nur mal so. Und ein Geschäftssitz ist in Langenhagen, nicht aber in Hannover. Lassen Sie uns also nicht nur in die weite Welt gucken, sondern bei der Entwicklung unserer Kultur auch die Region wahrnehmen. Dann kann das viel besser was mit der Gesamtmetropole werden. Ein Wort noch zum Schluss. Ich hatte ja schon erwähnt, dass wir in unserer Ratsgruppe eine unterschiedliche Sicht auf die Kultur, den Kulturentwicklungsplan und die Kulturhauptstadtbewerbung haben. Wir diskutieren darüber offen und ehrlich. Interpretieren Sie also nichts Falsches da rein, wenn es bei uns gleich ein unterschiedliches Abstimmungsverhalten gibt, nämlich zum Beispiel meine überzeugte Zustimmung als Kulturpolitiker, aber auch Enthaltung. Ich danke Ihnen. Herr Dr. Gardemin. Ja, Herr Oberbürgermeister, Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren, Hannover bekommt heute einen Kulturentwicklungsplan, der uns die nächsten 10 Jahre begleiten wird. Das ist eine gute Nachricht. An dieser Stelle auch von unserer Seite vielen Dank an Frau Beckedorf und ihr Team, aber auch an die anderen politischen Parteien, hier gemeinsam an einem Strang gezogen zu haben. Das wird ja jetzt auch in den Redebeiträgen deutlich. In den nächsten 10 Jahren wird das Kulturprofil der Stadt Hannover Schritt für Schritt ausgestaltet. Es wird deutlich werden, welche Stärken Hannover hat. Und es ist wichtig zu erkennen, wo unsere Stärken liegen, derer wir uns ja nicht immer ganz so bewusst sind. Ich erinnere mich noch an die 70er und 80er Jahre, in denen mit einem gewissen Mitleid auf die von Krieg und Deindustrialisierung getroffene Stadt geschaut wurde. Anders heute, wenn Zugezogene mit Respekt von den vielen unerwarteten Vorteilen dieser Stadt berichten. Und immer sind es kulturelle Aspekte, die genannt werden. Diese Vorteile wird der Kulturentwicklungsplan stärken und sichtbar machen und in einen Vorteil für die gesamte Stadt verwandeln. Denn Kultur ist sozusagen ja so eine Art Geheimrezept einer Stadtgesellschaft. Weshalb funktioniert denn unsere Stadt mit den vielen unterschiedlichen Menschen, mit ihrer Internationalität, die eben auch schon genannt wurde, und mit ihren kontroversen Meinungen, Ideen und Kreativität? Warum funktioniert sie so gut? Weil wir uns auf ein, wie man so sagt, kultiviertes Zusammenleben geeinigt haben. Dieses Zusammenleben lebt von der Spannung des Miteinanders. Im Theater, in der Galerie, in der Lesung, beim Tanz, auf der offenen Bühne und selbst beim viralen Hauskonzert von Igor Levit auf Twitter. Wenn die Menschen derzeit leider nicht zur Kultur kommen können, kommt die Kultur eben zu ihnen. Kultur verbindet uns, das ist das Geheimnis. So wird auch der vermeintlich weiche Faktor Kultur, das ein Wink in Richtung Kämmerer, zu einer harten Währung, die uns, wie man heute sagt, resilient macht als Stadt, also widerstandsfähig, auch und gerade in schwierigen Situationen und in schwierigen Zeiten. Kultur bringt uns als unterschiedliche Menschen in unserer Stadt und in unseren Stadtteilen zusammen. Das ist die im Kulturentwicklungsplan beschriebene Weltbühne Hannover. Kultur ist sozusagen so eine Art Gegenteil von Vereinsamung. Es heißt auch im Mittelpunkt der Mensch im Kulturentwicklungsplan. Denn Kultur prägt, und das war unser zentraler Bestandteil am Anfang, sie prägt Nachbarschaften. Unter dieser Prämisse haben wir vor 3 Jahren in kleiner Runde zusammengesessen und den Auftrag für die Kulturhauptstadtbewerbung geschrieben. Mit diesem Auftrag ist nach den Statuten der Europäischen Kulturhauptstadt klugerweise zwingend nun die Erstellung eines Kulturentwicklungsplanes verbunden. Also stehen wir heute vor einem zweiten Auftrag, der an die Stadt vergeben wird, der Entwicklung eines kulturellen Profils. Klug nenne ich den Schritt deshalb, weil der Kulturentwicklungsplan
anders als ein Kulturhauptstadtjahr, strukturell sehr nachhaltig unserer Stadt ein Gesicht geben kann. Und ich finde, so wie er heute vorgelegt wurde, ist er handwerklich mehr als gut durchdacht. Ein starkes Fundament, so sagt der Kulturentwicklungsplan. Es gibt Leitlinien, einen Zeitplan und ein inhaltliches Profil. Der Kulturentwicklungsplan arbeitet fachbereichsübergreifend, bindet Externe ein und bildet die vielfältige Stadtgesellschaft ab. Er denkt nachhaltig, achtet auf Gleichstellung und gibt nicht nur den großen Häusern, sondern auch der freien Szene ein Gewicht. Kultur als Möglichkeitsraum, sagt der Kulturentwicklungsplan. Ich erkenne darin Hannover wieder. Und selbst auf vermeintliche Kleinigkeiten wurde geachtet, was mich persönlich besonders freut. So werden die Hillebrechtschen Stadtmodelle ebenso zu neuer Geltung kommen, wie auch die Idee des Nachtbürgermeisters bzw. der Nachtbürgermeisterin aufgegriffen wird. Auch wenn die in diesem Jahr, in der die Kulturhauptstadt entschieden wird, wenn in diesem Jahr die Jury den Kulturentwicklungsplan, so heißt es zumindest, lediglich formal voraussetzt, werden die, so wie es in dem Titel heißt, vorwärts nach weit gerichteten Ideen des Kulturentwicklungsplanes das nun bevorstehende finale Bewerbungsbuch, das demnächst vorgelegt wird, prägen. Die heute vorgelegte Drucksache stärkt diesen Eindruck, den wir alle haben. Hannover kann Kulturhauptstadt. Wir sollten jetzt mit Nachdruck zustimmen. Dankeschön. Herr Kager. Ja, sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren. Der Kulturentwicklungsplan muss natürlich stark mit Geldern hinterlegt werden. Auch die Kulturhauptstadt Hannover wird 80 Millionen Euro kosten, davon 18 von der Landeshauptstadt. Wir schlittern in eine Wirtschaftskrise. Mittwoch am 25.03. wurde das 10 Millionen Euro Corona-Soforthilfeprogramm der Landeshauptstadt bekannt gegeben. Am 6.04. waren diese Corona-Hilfsleistungen bereits abgeschöpft. 2.700 Anträge sind eingegangen aus nahezu allen Wirtschaftsbereichen. Die N-Bank bewilligte 2,6 Millionen. Es gab zu 220.000 Aufrufen. Die Technik brach zusammen. Am 17.03. wurden Gaststätten, Geschäfte, Freizeiteinrichtungen geschlossen. Konkurswellen kündigen sich an. Circa 156,6 Milliarden Schulden wird der Bund auf Bundesebene anhäufen. Zum Vergleich, der Bundeshaushalt beträgt circa 300 Milliarden Euro. Das Bruttoinlandsprodukt hatte circa 1,3 Billionen pro Monat. Pro Monat wären das 206 Milliarden Euro. Ein großer Teil wird davon nicht generiert werden. Auch nach der Pandemie, wie lange sie auch dauern wird, ist klar, dass die Arbeitslosenzahlen auch unserer 15 Millionen Netto-Steuerzahler auf Rekordniveau hochschnellen werden. Eine Rezession war schon vor der Corona-Krise zu verzeichnen. Die Absätze gingen in Quartalen zurück, gerade auch bei den Autobauern und bei den Zulieferern. Am 10.02., noch vor der Corona-Krise, schrieb die HAZ einen Artikel mit der Überschrift »Geht der Stadt das Geld aus?« Fragezeichen. Mit der Prognose Gewerbesteuereinnahmen ein Fünftel unter den Erwartungen. Ich sage es nochmal, wir schlittern in eine extreme Wirtschaftskrise, die 2008 in den Schatten stellen wird. Die Wirtschaft wird Jahre brauchen, um sich davon zu erholen. Die Wirtschaftskraft der Einzelnen geht zurück, die Spirale geht nach unten. Daher ist es wichtig, jede Maßnahme und Ausgabe einzeln zu beschließen und die Gelder, gerade jetzt die neue Liquidität, die beschlossen wurde, umsichtig zu verwalten und zu gebrauchen. Vorwärts nach weit mit sehr kleinen Schritten. Vielen Dank. Herr Klippert. Ja, puh, was für eine Geschichtsstunde. Ja, sehr schön, vielen Dank, Herr Kager. Das hat uns überhaupt nicht weitergebracht. Was Sie nämlich irgendwie auch immer wieder vergessen, ist, dass auch die Kulturszene und die ganzen Kulturvereine und so weiter auch zum Leben dazugehören und auch wirtschaftliche Existenzen haben. Aber vielleicht
gibt es das in Ihrem Kopf nicht, weil Sie kein Kulturverständnis haben. Ich weiß es nicht. Aber egal, kommen wir zu erfreulichen Themen, nämlich den Kulturentwicklungsplan. Zwar steht hier nicht der Name aller demokratischen Fraktionen drauf, aber ähnlich wie dem vorhergehenden Beschluss ist es auch hier so, dass es ein Beschluss ist, den wir gemeinsam überparteilich außer dem rechten Rand beschlossen haben vor gut 2 Jahren und der ja, mich tatsächlich sehr, sehr glücklich macht, denn eigentlich ging es ja primär um die Bewerbung zur Kulturhauptstadt. Ein Fest für ein Jahr, wenn man es denn wird, was ich erst sehr skeptisch gesehen habe. Aber gerade der Punkt, dass wir einen Kulturentwicklungsplan vorlegen müssen und den auch ausführen müssen, selbst wenn wir es nicht werden sollen, das war ein Grund, weswegen ich gerne dafür mitgestritten habe und das zahlt sich nämlich jetzt aus. Denn nicht trotz, sondern gerade wegen Corona ist es so wichtig, jetzt einen langfristigen Plan für unsere hannoversche Kultur auf die Beine zu stellen. Hier geht es um Fördern, hier geht es um Entwicklung, Digitalisierung, Diversität, um das Bespielen von Räumen und auch Teilhabe. Und gerade Teilhabe wird in den nächsten Jahren, gerade wegen Corona, noch viel mehr eine Frage, wie wir die gestalten können. Und auch deswegen ist der Kulturentwicklungsplan so gut und richtig. Und das sind nur einige Aspekte. Deswegen an dieser Stelle vielen Dank an die anderen Fraktionen und die Gruppe. Das ist wirklich eine sehr, sehr gute Idee, die wir hatten. Gerne mehr davon. Warum eigentlich nicht? Gerade auch jetzt in Zeiten von Corona mit der Resolution hat es ja auch ganz gut geklappt. Aber natürlich möchte ich nicht nur hier uns auf die Schultern klopfen, sondern vielmehr meinen Dank an das ganze CAP-Team nochmal ausstellen, die wirklich viele Widrigkeiten umschifft haben, sich sehr viel Zeit mit uns genommen haben, viele Fragen aus der Politik wiederholt beantwortet haben, wenn wir sie nochmal gestellt haben oder zur nächsten Sitzung wieder vergessen haben. Und auch großen herzlichen Dank an Frau Beckedorf, die gleich jetzt das ganze Dezernat gewechselt hat, nur für die Kulturhauptstadt. Vielen, vielen herzlichen Dank. Ich denke, vorwärts nach weit ist das richtige Motto und trotz Corona ist das ein sehr, sehr guter Plan. Dem stimmen wir gerne zu. Vielen Dank. Herr Engelke. Herr Ratsvorsitzender, meine Damen und Herren, ein kurzes Wort zu Herrn Karger. Wissen Sie, Herr Karger, Kultur ist letztendlich auch Bildung. Und Bildung kostet Geld. Wenn Sie hier wirtschaftliche Zahlen aufzählen, dann mögen die stimmen. Aber das zeigt aber auch, wie Sie es mit der Bildung halten. Und Herr Wolf, Sie haben in Ihrer Rede zu meinem Bedauern so 2 Künstler rausgenommen und haben die versucht, so ein bisschen zu diskreditieren. Ich finde das schlicht und ergreifend nicht gut. Wissen Sie, die von Ihnen benannten Künstler, die stehen für Hannover, sind weltbekannte Künstler. Und gerade bei den Scorpions weiß ich es aus eigener Erfahrung, wenn die weltweit irgendwo auftreten, dann werden die angekündigt mit From Germany, Hannover. Das sind Künstler, die für Hannover stehen, die sich zu Hannover bekennen und aus dem Grunde fand ich das nicht so gut, was Sie hier losgelassen haben. Ich möchte für die FDP-Ratsfraktion auch noch mal hier an dieser Stelle der Verwaltung und den vielen Mitwirkenden aus der Kulturlandschaft recht herzlich danken, dass Sie hier eine Drucksache vorgelegt haben, einen Kulturentwicklungsplan 2030 für Hannover vorgelegt haben, der uns in die Zukunft bringt mit Kultur. Und man merkt bei diesem Kulturentwicklungsplan, der ist nicht nur eine einfache, trockene Verwaltungsdrucksache, sondern hier haben viele Menschen mit Herzblut dran gearbeitet. Und ich werde sicherlich jemanden vergessen, aber Sie haben es auch verdient, an dieser Stelle auch namentlich zu benennen, zumindest die, die dafür hauptverantwortlich waren. Das war einmal unsere Stadträtin Frau Constanze Beckedorf, Maike Göbel, die die Geschäftsführung hat beim CAP, vom CAP-Team, Bernd Jacobs, Dr. Benedikt Pönksen und Dr. Cauriela Schelle-Wolf. Recht herzlichen Dank für Ihre wirklich super tolle Arbeit. Mit diesem Kulturentwicklungsplan gehen wir in eine kulturelle Zukunft dieser Stadt. Und einer meiner Vorredner hat schon gesagt, wir müssen den Menschen wieder Hoffnung geben. Wir müssen nach vorne schauen, vorwärts nach weit. Und das werden wir heute hier mit großer Mehrheit, werden wir das hier auch dann beschließen. Ich muss feststellen, Kultur, wir haben gerade heute sehr viel über Wirtschaft und Finanzpolitik gesprochen, über Geld gesprochen.
Wissen Sie, Kultur funktioniert nicht ohne Wirtschaft, aber die Wirtschaft funktioniert auch nicht ohne Kultur. Und Kultur hält die Gesellschaft zusammen. Und wir werden das heute beschließen. Und ich hebe gerne für die Ratsfraktion, meine Ratsfraktion hebt gerne für diesen Kulturentwicklungsplan die Hand hoch. Ich danke Ihnen recht herzlich. Herr Fruck. Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren, nachdem hier so viele Lobeshymnen angestimmt worden sind zu diesem Kulturentwicklungsplan, möchte ich auch noch mal etwas tun, was sozusagen das Geschäft der Opposition ist. Denn auch die Opposition sollte, und damit sollte vielleicht auch mit der Opposition sollte auch Kritik Einkehr finden in dieses Gremium hier. Zunächst mal möchte ich feststellen, dass es sich bei dem Antrag, der hier zur Debatte steht, nicht um den Antrag für die Beteiligung am Wettbewerb zur Kulturhauptstadt geht. Den Wettbewerb zur Kulturhauptstadt habe ich ausdrücklich unterstützt und bin auch überzeugt gewesen, dass das, was das Team, das damit befasst war, mit dieser Bewerbung, gute Arbeit leistet. Auch dieser Kulturentwicklungsplan ist ja teilweise personalidentisch erstellt worden. Aber ich bin der Auffassung, nachdem ich ihn mir zweimal durchgelesen hatte, von vorn bis hinten, dass er nicht so überzeugend ist, wie er hätte sein können. Also ich bin der Auffassung, dass er generell zu wenig Konkretes enthält. Er ist im eigentlichen Sinne kein Plan, sondern er ist eine Beschreibung dessen, was in dieser Stadt schon seit vielen Jahren eigentlich passiert und was sich vielleicht noch etwas forcieren lassen soll. Das ist es. Und dieser Plan ist meines Erachtens, dieser Text enthält zu viele. Ich sage es ruhig noch mal, was ich vorhin auch schon im Kulturausschuss gesagt habe, zu viel Selbstverständlichkeiten. Ich könnte hier einige Dinge zitieren, die man auch, wenn man strenger und böser ist, als Banalitäten bezeichnen könnte. Also ich will mal zwei Dinge nennen hier. Einmal ist da so ein Begriff zu den Modellprojekten. Für Kultur als Möglichkeitsraum. Ich sage noch mal, Kultur ist niemals etwas anderes als Möglichkeitsraum. Im Mittelpunkt der Mensch, das erinnert mich an diese relativ banale, dieses banale Motto zur Expo 2000. Da hieß es, glaube ich, Technik, Mensch, Natur. Auch da, Natur, das, Technik, aber ist egal. Das, die Expo 2000 war zwar ein bedeutendes Ereignis, aber es war kein Ereignis mit einem griffigen Höhepunkt. Es gab kein klares Motto. Und deswegen war im Grunde genommen diese Expo 2000, abgesehen davon, dass Hannover als Stadt davon profitiert hat, eine Enttäuschung, für mich jedenfalls. Dann ist hier ein anderer Begriff, der auch fragwürdig ist. Die Kulturentwicklung in Hannover wird als zielorientierter Prozess verstanden. Welches ist denn das Ziel, das man verfolgt? Ja? Oder ist ein noch anderer Begriff, Richtlinien in der Kulturförderung schaffen Transparenz. Ich meine, dass Kultur ein offener Vorgang ist, der keiner Richtlinien bedarf. Die Stadtverwaltung verarbeitet interdisziplinär an der Kulturentwicklung. Ja, wenn es anders wäre, wäre es traurig. Kunst und Kultur sind Grundlage einer demokratischen Gesellschaft. Das ist zwar richtig, aber es ist auch zugleich etwas, was auch für eine nicht demokratische Kultur zutrifft. Oder meinen Sie etwa, dass Kuba keine Kultur gehabt hätte, nur weil es eine Diktatur war, oder China keine Kultur hat, weil es ein relativ autoritärer Staat ist. Also das sind alles solche Gemeinplätze, die mich als Germanisten eigentlich ziemlich nerven, wenn ich sie lesen muss, und zwar
in einer Häufung, die eigentlich nicht akzeptabel ist. Und deswegen bin ich zwar der Meinung, dass es richtig ist, dass wir einen Kulturentwicklungsplan aufstellen, und der ist ja auch notwendig als Voraussetzung für die Anerkennung der Bewerbung zur Kulturhauptstadt, aber ich finde ihn nicht so gelungen, wie er hätte sein können, und deswegen werde ich mich der Stimme enthalten. Herr Kager. Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren, Herr Engelke, Sie sagten, Kultur ist Bildung, da haben Sie natürlich recht. Aber Bildung bedeutet auch, die Voraussetzung für Lernorte zu schaffen, eine gute Schulinfrastruktur zu schaffen, Schulen, in denen es eben, wie in der Wilhelm-Busch-Schule, keine Wassereinbrüche in den Klassenräumen gibt, wo der Unterricht nicht auf Fluren stattfindet, wo man in den Mensen nicht in drei Schichten essen muss, wo es auch gute und menschenwürdige Toiletten gibt. Und all das kostet sehr viel Geld. Dieses Geld wird immer schwerer zu beschaffen sein. Und Sie sagten, wir sprechen hier zu viel über Zahlen, Fakten und Wirtschaft. Wirtschaft ist nicht alles, Herr Engelke, aber ohne Wirtschaft ist alles nichts. Danke. Ja, sehr geehrter Herr Braune. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Entschuldigung. Sehr geehrter Vorsitzender, meine Damen und Herren, sehr geehrter Oberbürgermeister, sehr geehrte Frau Riski, Bildung ist ja auch Ihr Thema. Herr Engelke hat gerade darauf hingewiesen, Kultur ist auch Bildung. Das sehe ich so in Ihrem Exemplar hier nicht so rausgearbeitet. Da hätte man, wie Herr Wruck schon deutlich sagte, das viel deutlicher herausstellen müssen, Bildung. Vielleicht Bildung mit Technik verbinden. Ne? Dann hätten wir vielleicht auch einen Livestream hier in der nächsten Generation im Rat, wenn der Herr Engelke hier nicht mehr sitzen würde. Ne? So, vielen Dank. Herr Hauptstein. Ja, meine Damen und Herren, ich will mich gar nicht so sehr in die Kulturdebatte jetzt hier einmischen. Ich möchte nur ein paar Worte an Sie richten, Herr Engelke, da Sie ja Herrn Kager meinten, die Bildung absprechen zu müssen. Es ist schon wirklich erstaunlich und auch schäbig, will ich mal sagen, wenn Sie sich hier hinstellen und behaupten, Herr Kager hätte keine Bildung, weil er nun also anhand harter Fakten nachweist. Oh doch, das haben Sie gesagt. Genau so haben Sie es gesagt, Herr Engelke, dass Herr Kager mal seine Bildung in Frage stellen sollte, wenn er hier mit Zahlen und Fakten probiert zu belegen, dass man eben sehr konkret im Einzelfall gucken muss, ob wir uns diese Maßnahmen, die dort in diesem Entwicklungsplan festgeschrieben sind, wirklich so leisten können. Und es ist wirklich schon beeindruckend, möchte ich mal sagen, Herr Engelke, dass Sie also vor diesem Hintergrund Herrn Kager meinen, die Bildung absprechen zu müssen, während Sie natürlich der Inbegriff der Bildung sind, sich hier hinsetzen auf einer völlig veralteten Grundlage, einen 10-Jahres-Entwicklungsplan beschließen und der Meinung sind, das Geld so aus der Luft und man braucht ja eigentlich gar nicht groß darüber nachdenken, wie sich das finanziert. Das ist natürlich der Inbegriff der Bildung. Da bin ich wirklich stolz auf Sie alle hier. Aber klar, Herr Kager, der ist zu blöd, das zu verstehen. Aber Sie in Ihrer Weisheit, das ist wirklich erstaunlich, das ist toll. Ein 10-Jahres-Plan auf einer völlig veralteten finanziellen Grundlage. Wahnsinn, was Sie alles können, hellseherische Fähigkeiten, top. Ich weiß gar nicht, warum wir hier noch sitzen. Vielen Dank. Na, wir wollen ja noch den Kulturentwicklungsplan verabschieden. So, wer ist jetzt? Herr Wolf, bitte. Ja, sehr geehrter Vorsitzender, meine Damen und Herren, Herr Engelke, das wollte ich jetzt so nicht auf mir sitzen lassen, was Sie da eben losgelassen haben. Jetzt müssen Sie sich von mir noch mal was anhören. Also wenn für Sie in der Region zu wohnen oder aktiv zu sein bedeutet, diskreditiert zu sein, dann ist das mehr als verächtlich und herabwürdigend. Es ist unglaublich, es ist unverschämt und es ist dumm. Und ich würde Sie darum bitten, das zurückzunehmen. Ich meine, Sie haben da draußen nicht allzu viele Wähler auf dem Land, bald haben Sie noch weniger mit sowas.
Es geht im Gegenteil darum, die Künstler und die Region, die Bewohner der Region Hannover mit einzubinden in diesen Prozess, weil es einfach unheimlich wichtig ist, eine ganze Region an einem Kulturentwicklungsplan und folgend dann an der Bewerbung bzw. der Ausführung der Kulturhauptstadt 2025 teilhaben zu lassen bzw. sie einzubinden. Das ist ein ganz wichtiger Teil, so wie es in anderen Gegenden eben auch passiert ist. In Holland zum Beispiel war die Region ja auch ein ganz wichtiger Teil. Also mäßigen Sie mal Ihren Ton ein bisschen, Herr Engelke, das geht so gar nicht. Frau Zahmann. Sehr geehrter Vorsitzender, meine Damen und Herren, ich muss noch mal ganz kurz an Herrn Wruck. Also Herr Wruck, wären Sie bei diesen ganzen Beteiligungsprozessen, die Verwaltung mit uns gemeinsam gemacht hat und sich mit der Kulturhauptstadtbewerbung tatsächlich beschäftigt hätten, dann hätten Sie das jetzt, was Sie gesagt haben, nicht gesagt. Sie können nicht für eine Kulturhauptstadtbewerbung die Hand heben und sagen, Sie stehen voll dahinter. Aber den Kulturentwicklungsplan, das gehöre nicht dazu. Das ist essentieller Bestandteil der Kulturhauptstadtbewerbung. Ohne Kulturentwicklungsplan keine Bewerbung. Also so einfach ist das eigentlich. Und es bestand, das ist jetzt einfach mal an alle Kritikerinnen Kritiker, in erster Linie waren es ja nur Kritiker, an dem Kulturentwicklungsplan. Die Verwaltung hat immer eingeladen und hat die einzelnen Prozesse des Kulturentwicklungsplans vorgestellt und jede Partei und auch Fraktion war aufgefordert, sich da entsprechend aktiv einzubringen. Ich habe sie da immer nicht gesehen. Insofern finde ich, sollten sie sich auch mit ihrer Kritik entsprechend zurückhalten, weil da diejenigen, die sich hier mit eingebracht haben, das waren eben ganz, ganz viele Kulturschaffende. Herr Maske hat es eben noch mal gesagt, wer alles an diesem Prozess beteiligt war. Und das gilt auch für das Motto dieser Bewerbung. Das ist eine Missachtung, finde ich, und eine mangelnde Wertschätzung all derjenigen, die hier mitgewirkt haben. Und an die AfD, es ist wirklich armselig, wie sie jedes Mal versuchen, hier die Kultur gegen einen anderen Bereich auszuspielen. Kultur ist essentiell, genauso wie alles andere, was wir hier in dieser Stadt auch machen. Und ich glaube nicht, dass es gerade dieses Geld ist, was danach, so ähnlich hatte das vorhin von der UFO für einen anderen Bereich gesagt. Wir brauchen dieses Geld auch für den Kulturbereich, weil es einfach wichtig ist. Und da sollte man nicht ständig mit irgendwelchen Schultoiletten und Sonstiges dann einfach kommen. Das gehört sich nicht, finde ich, und das sollte einfach, solche Vergleiche sollten unterbleiben. Vielen Dank. Wie heißt die Tante? Herr Hirche. Ja, Herr Ratsvorsitzender, meine Damen und Herren. Also, Herr Hauptstein hat ja schon einiges zu Herrn Engelke gesagt, aber trotzdem muss ich meinen Kollegen Kager da in Schutz nehmen noch. Herr Engelke wird ja immer persönlich, wenn er gegen die AfD was zu sagen hat, dann geht das eben so los. Andersrum muss ich sagen, Herr Kager kann ja gar nicht so schlecht in der Bildung sein, sonst hätte er es nicht zum Hauptmeister bei der Bundespolizei geschafft. Und auch für Ihre Sicherheit steht der Herr Engelke. Und tun Sie das Persönliche doch bitte lassen und reden Sie zur Sache. Danke. So, jetzt... Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren, wir sehen ja an der Qualität der Beiträge, die merklich sinkt, dass die Debatte, glaube ich, ausgereizt ist. Und damit stelle ich den Antrag auf Schluss der Debatte. Ich denke mal, wir können auf den Antrag verzichten oder auf die Abstimmung, weil ich habe auch keine weitere Wortmeldung mehr. Ich würde jetzt auch gerne in das Verfahren der Abstimmung einsteigen und bitte um die Ja-Stimmen für den Kulturentwicklungsplan 2030 für Hannover. Herr Borstelmann kommt noch da hinten angeschlichen. Hat sie ihn schon mitgezählt? Mit den beiden. Oh, Herr Bindert. Also, so, 51 haben wir jetzt mit euch gezählt. Die Gegenstimmen? 4. Das sind 4 Enthaltungen. 1, 2, 3, 4. 5. Nein, 3. Da hinten? Ach, dann müssen wir noch mal. Da hinten waren 3 und hier vorne 2. Entschuldigung, 5. Stimmt es nicht, müssen wir noch machen. Dann stimmen die. Oder du machst es. Wie viel haben wir jetzt gezählt am Anfang? 51, das stimmt nämlich dann nicht. Dann sind es 49. Das sind so 49 Ja-Stimmen. Ja. Und der Rest? Nee, wie viel Gegenstimmen? 4 und 5 Enthaltungen. Ja, so. Okay. So haben wir es jetzt festgestellt. Der Kulturentwicklungsplan
ist damit beschlossen. Schönen Dank nochmal an alle, die damit daran beteiligt sind.